Konsti! Dennis! Was geht? Wir sind hier zur ersten Ausgabe von, ich glaube, wir hatten vier geplant, vom Berlin Melee History Month, dem Podcast, wo wir euch erzählen, was in Berlin Melee so abgegangen ist von 2003 bis heute. Konsti, Kobobi, Konati, Hot Atze Sommer, für cool den Sub, Alter, ist echt krass. Natürlich lange auch direkt Winter. Reingesubbt, lange Männer Winter. Danke für den Sub, Alter, ist hab, echt hat krass. Hat seit 8 Monaten gesubbt. Hat gerade wirklich... Boah, danke für den Sub, Alter, ist echt krass. Ich muss es ausschalten, Alter, es ist zu viel. Nein, schalte nicht aus. Okay, es kam jetzt dreimal, was Weird Champ ist. Anyway, wir machen jetzt den Berlin Melee Podcast und wir haben uns für die erste Folge einen ganz besonderen Gast überlegt, denn wir haben gesagt, wir gehen chronologisch vor und fangen von Anfang an an. Und wisst ihr, wer von Anfang an da war? Der älteste Mann der Welt. Luma! Luma, was geht? Ey, erstmal Aua, Konsti. Ich bin nicht mal der Älteste in der Berliner Com gewesen, stimmt, aber danke. Digga. Das stimmt. Ey, das Ding ist, ich weiß das halt nicht. Ich lerne ja auch ganz neue Sachen heute. Deshalb, ich freue mich richtig. Ja, aber du kennst doch Fabio. Fabio ist älter als ich. Fabio ist älter. Er ist wirklich der älteste Mann der Welt. Baki ist auch nochmal älter als Fabio, glaube ich. Echt? Ja. Boah, okay, ey, das sind Dinge, die wir heute lernen. Und Phil ist auch älter als ihr alle drei, oder nicht? Nee, ich glaube, Phil ist sogar jünger als Fabio und Baki. Oh shit, aber er ist älter als du? Ja, okay. Ungefähr ein Jahr. Okay, Luma, du als jemand, der von Anfang an dabei war, in sogenannte deutsche Melee, Berlin Melee auch, aber auch deutsche Melee, du hast eine sehr, sehr lange Geschichte mit diesem Videospiel für Sechsjährige. Du warst wahrscheinlich 6 damals, als es rauskam, ne? So wie wir alle. Nee, weil Konsti es ja auch schon erwähnt hat, dass ich sehr, sehr alt bin, war ich schon ein bisschen älter. Warte mal. Das ist ja 2021 rausgekommen. Das ist ja gerade 20 Jahre alt geworden, ne? Es kam 2002, im Mai 2002 kam es in Deutschland raus. Ah, okay, ja. Aber prinzipiell, mehr oder weniger. Wie alt wart ihr alle, als das Spiel rausgekommen seid? Ich war 11. Ich hab's zu meinem 11. Geburtstag bekommen in 2002. Also ich bin 91 geboren, hab's zu meinem 11. Geburtstag bekommen im Juli 2002. Luma. Ich war 14. Mhm. Boah. Ich war... Ich war 5. Also 2002 war ich dann 6. Aber das ist auch bei mir, glaube ich, irgendwie so ein Ding. Ich habe das ja auch erst mit so 8, 9 oder so tatsächlich bekommen, wirklich erst. Mhm. Also es hat nicht so lange gedauert, bis dann Brawl irgendwann rauskam, glaube ich. Bei mir, also seit ich Competitive angefangen habe, hat es auch nicht lange gebraucht, bis Brawl rauskam. Aber in der Phase davor, als ich Casual gespielt habe und du auch, da hat Luma schon sich mit dem Besten der Besten gemessen. Luma, wer war denn in Berlin damals, als du angefangen hast zu spielen? Warst du der Erste? Hast du deine Freunde mitgezogen oder wie ist es gelaufen damals? Wann hast du gesagt, ich nehme diesen Controller in die Hand und ich nehme diesen Controller ernst? Ab wann ging's los? Also ich sag mal, das mit dem Ernst nehmen seit der Geburt, könnte man sagen. Hey, True Competitor. Das Problem war für mich damals, dass alle meine Freunde halt aus der Klasse und sonst wo keiner Nintendo gespielt. Also ich kannte absolut außer meinem Bruder niemanden, der halt irgendwie überhaupt was Nintendo-mäßiges gespielt hat. Und da mein Bruder halt auch wie ich halt einfach alles competitive gespielt habe, hatte ich dann auch irgendwie die Hoffnung, okay, dann spielen wir das ja irgendwie ein bisschen zusammen. Er hat sich dann aber dann doch für die PC-Spiele entschieden. War auch im Endeffekt die richtige Entscheidung. Er hatte dann halt auch bei so Teams wie Dignitas oder sowas gespielt, aber war halt erstmal scheiße für mich. Weil ich hatte einfach absolut niemanden. Ja. Dein Bruder hat Counter-Strike gespielt vor allem, ne? Nee, andere Shooter, so ah. Call of Duty und sowas. Ah. Also wie gesagt, ich kam halt erstmal komplett alleine rein. Und der Grund, warum ich damals überhaupt erst auf die Community... Ja, doch, könnte man damals schon als Community bezeichnen, getroffen bin. Einfach nur, weil, wie es damals war, man wollte halt rausfinden, wie man halt alles freischalten kann. Ob es vielleicht noch irgendwelche Geheimnisse gibt oder sonst sowas. Ja. Und dann hat man halt einfach mal kurz gegoogelt.
Und dann wurde man auf die Seite ssbm.de verlinkt. Genau so war es bei mir auch in 2002. Einen Tag nach meinem Geburtstag habe ich mit meinem Kumpel Nico da gesessen. Wir wollten herausfinden, wie man die letzten beiden Charaktere freischaltet. Und sind mit einem 56K oder Es hat damals ein bisschen gedauert, bis ich so eine Seite aufgeladen. Ja, es gab da auf der Seite ja auch schon so ein paar Guides und sowas. Halt auch, wie man alles freischaltet und etc. Es gab aber auch ein Forum dazu, das... Dennis, komm, du wirst mir die vier magischen Zahlen nennen können, oder? 3765.rapidforum.com. Let's go! Ja, Mann. Da bin ich auch seit 2002 angemeldet gewesen, weil wir herausfinden wollten, wie man alles freischaltet und dann so, ja, aber wir sind auch voll gut im Break the Targets. Guck mal, das ist unser Rekord. Ja, gut, auf jeden Fall bin dann halt erstmal halt auch auf dieses Forum gestoßen und hab dann halt da auch erstmal halt angefangen, mit den Leuten ein bisschen zu labern. Es hat dann von dem Zeitpunkt auch noch ein bisschen gedauert, aber irgendwann haben sich da auch mal zwei andere Berliner, zwei Kumpels angemeldet, namens Sharky und Falcon. Oh shit, Digga. Das sind Namen, die mir so fremd sind. Ich bin seit Ewigkeiten dabei, ich habe die noch nie gehört, glaube ich. Ey, ich wollte gerade schon fragen, Dennis, du wirst die doch sicher irgendwann mal gesehen haben. Ich habe keine Ahnung, wer die sind. Nope. Nee, das war noch vor Dennis' Zeit. Ich habe die auch nur... vielleicht zwei oder dreimal gesehen. Also sie hatten schon irgendwie Spaß an Smash, aber waren halt in dem Sinne nicht so aufs Besserwerden und Competen und so. Competen war damals ja eh noch nicht so das Thema. Wobei sie halt auch auf dem zweiten Turnier, was es jemals gab, waren, auf dem SC04. Oh, das erste war WT03, ne? Auf dem war ich noch, SC04 wollte ich auch hin, hatte aber davor einen kleinen Unfall und konnte dann nicht reisen. Ah. Moment, wie funktioniert das, wenn es WT04 heißt, aber also das war dann wahrscheinlich so eine LAN-Party oder so, ne? Nee, WT03 steht für Winterturnier und ST steht für Sommerturnier. So nämlich. Oh mein Gott. Ey, damals die Namensgebungen, die werden auch nicht besser, das ist kleiner Spoiler. Wo waren die Turniere eigentlich, diese WT und ST? Die waren ja nicht hier, ne? Nee, die waren in der Nähe von Hamburg in Stade. In Stade! Bei diesem Typen namens TNB? Richtig, bei TNB zu Hause in der Wohnung. Ja, Mann, ich weiß noch. Geil. Ich war damals immer... Eigentlich hätte man vorher irgendwie Phil anschreiben sollen. Der hat doch bestimmt auf seiner Excel noch die ganzen alten Bilder. Die hätte man jetzt. Ich hab Phil vor 3 Monaten angefangen anzuschreiben, hab ihm immer wieder geschrieben und er hat immer wieder rein. Ja, schicke ich dir dann und hat's mir nie geschickt. Ach ja, stimmt, das hast du mir auch schon erzählt. Ja, wäre jetzt eigentlich ganz lustig, aber man kann ja irgendwie vielleicht versuchen, nochmal da was irgendwie rauszukrammen im späteren Verlauf. Auf jeden Fall. Luma, Bild von Luma mit lange Haare auf Donkey Kongas im Schneidersitz auf dem Bett von Limiter oder so. Das war bei Marv in der Wohnung in Oranienburg. In Oranienburg, ja, Mann. Ich will dieses Bild so sehr. Live war da CNB und Dagoth waren da zu Besuch. Dagoth, Alter, den Namen habe ich auch noch mit der Kopf. Der Soul Calibur-Gott. Ja, genau. Flyfan habe ich auch sogar mal getroffen. Der war mal auf irgendeinem Turnier. Anyway, Sharky und Falcon. Wir sind hier in Berlin, mein Freund. Ja. Ist Falcon, ich erinnere mich an einen Typen aus dem Rapid-Forum von ganz früher, der übertrieben krass viel gespammt hat. Der hat überall, war das der? Der hieß nämlich auch Captain Falcon oder so. Nee, der hat sich später Kieler genannt. Ah, okay. Das war der HRC-Spieler. Der war auch damals auf dem WT03. Da habe ich noch getroffen. Okay. Aber... Nee, das war nochmal ein anderer. Okay. Nee, die zwei hatten halt auch so gesehen halt eigentlich keine wirkliche Forenpräsenz. Es hat mich auch ein bisschen gewundert, dass sie dann damals halt im Sommer zu dem Turnier gegangen sind und hatte danach vielleicht ein bisschen die Hoffnung, okay, vielleicht wollen die jetzt ja doch irgendwie gut werden. Ja. Ist aber leider nie passiert. Also halt aus der ganzen Geschichte hat sich im Endeffekt so gesehen nichts community-mäßig entwickelt. So im Endeffekt stand ich dann wieder alleine erstmal da. Okay. Und das war in 2003, 2004 in der Zeit? Genau. Okay, verstehe. Aber du hast dann halt übers Forum quasi das irgendwie so, hast du halt gesagt, so ich bin jetzt alleine stehend die Berlin-Community und werde jetzt weiter hier Sachen posten. Also warst du dann wahrscheinlich noch weiter mit der deutschen Community im Kontakt und hast dann mehr oder weniger Werbung gemacht oder wie und darauf gehofft, dass irgendwie der Leute antanzen oder wie? Ja, also Werbung gemacht in dem Sinne nicht für Berlin, weil halt, wenn sich einer anmeldet, dann meldet sich einer an. Was ich aber damals halt schon gemacht habe, ich bin halt in irgendwelche anderen Foren gegangen, weil halt Smash war ja schon ein relativ großes Thema so in der Casual-Community.
Und hab dann halt die Leute, die dann halt irgendwie Bock hatten, irgendwie dieses Spiel doch ein bisschen besser zu spielen, dann halt zu dem Rapid-Forum verlinkt. Nicht immer auf die netteste Art und Weise, wie bestimmt auch einige zustimmen könnten, aber ja, hey, gut. Ey, also machen wir uns nichts vor. Wir waren alle ganz schöne Wichser hier und da. Ja, yeah. So Shitter damals. Die ich kenne so noch, die auch, also das sind harte Hitter, so, das macht keinen Spaß, glaube ich, von so einem Luma-Foren-Post beleidigt zu werden. Das war auch ein bisschen, es gab früher, wir kommen später noch zu Phil, also das wird ja wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis wir über Phil reden, über Perfect Shadow. Da gab es ein sehr, sehr lustiges Meme über Luma und Perfect Shadow, über deren Internetpräsenz und deren Real-Life-Präsenz, was ich nie vergessen werde. Aber ja, reden wir erstmal weiter darüber. Wie es dann dazu gekommen ist, dass dann der nächste Spieler war ja Phil dann, ne? Genau, der nächsten Spieler, könnte man sagen, weil Phil und Limiter oder Marv sind dann im Paket erschienen. Die kennen sich halt schon, ich glaube, seit der Kindheit. Ja. Und ja, die haben sich halt einfach im Forum angemeldet und dann halt auch gesehen, okay, die wohnen in Oranienburg. Ey, das ist ja nicht so weit weg von mir. So dann angeschrieben, lass mal spielen, bla bla bla. Mhm. Und also was man über die zwei besonders am Anfang sagen muss, also... Ach, holy shit, so die haben halt wirklich seit Anfang an in jedem einzelnen Spiel, was sie zusammengespielt haben, immer competed. Und die waren so verdammt gut für Casuals. Nice. Einfach nur, weil sie halt einfach so dieses im Kopf vom Gegner sein so gut schon drin hatten, seit Kindesalter. Ja, krass. Siehst du das? Wir hatten das Thema früher auch gehabt, wenn wir über Phil gesprochen haben, dass er halt so, er hat überhaupt keine Ahnung, was er da macht, so, ne? Je länger ich gegen Phil gespielt habe, desto mehr ist mir aufgefallen, der weiß überhaupt nicht, was er tut. Aber er ist halt so schnell und so, keine Ahnung, er will einfach, er weiß, was funktioniert und will dich damit erwischen, so mäßig so, ne? Aber er hat keine Ahnung von dem Beta-Game, er hat keine Ahnung von so von irgendwas. Er denkt so, okay, wenn ich jetzt eine Abwehr mache, dann kann ich noch eine Abwehr machen. So, weißt du, so weiter ging es ja nicht bei ihm so. Nee, ich glaube, das Ausgeprägteste bei ihm war halt einfach der Wille, nichts zu verlieren. Voll, ja, auf jeden. Und das hat ihn halt getrieben. Die Controllerpresse, Alter. Er hat immer, wenn er sauer war, weil er verloren hat, hat er seinen Controller so richtig hart zusammengedrückt. Ja, ich glaube, damals war ja auch halt, da konntest du außer halt eben dann so ein bisschen so diese Gimmicky-Sachen lernen. Ich glaube, echt nicht so viel besser werden. Das war ja eh mehr oder weniger Meta, so wie ich das so in ganz, ganz alten Videos gesehen habe. Also macht das ja Sinn, dass das damals voll gut funktioniert hat auch. Aber das ist ja auch eine Sache, das werden wir dann später auch nochmal besprechen, wenn er dann halt so 2015 nochmal auf dem Turnier aufgetaucht ist oder so, dann hat das nicht mehr so gut geklappt. Ja, gut, aber ich sag mal, wenn er halt wenigstens noch in Übung geblieben wäre, ja, hätte das halt auch 2015 immer noch viel besser klappen können. Ja, weil man dann halt auch mit dem so physisch... Du wirst einfach komplett überwhelmed. So mittlerweile, jetzt wo ich halt gar nicht mehr spiele, merke ich das halt so. Sonst ja. Das ging früher noch einmal im Monat vielleicht spielen, hat gereicht, um irgendwie mitzuhängen. Aber jetzt halt so gar nicht mehr zu spielen und vielleicht einmal im Jahr einen Controller anzufassen, so das ist dann doch ein bisschen zu wenig. Oh, kann man schon mal Dritter an Teams werden, aber ansonsten... Danke dafür. Ja, und Phil und Marv, also Marv ist Limiter und Phil ist Perfect Shadow, das waren deren Tags. Limiter, genau. Immer groß geschrieben und ich fand es schon immer cool, wenn der Name komplett groß ist, Digga, ich bin so dabei. Die waren so, wann kamen die dazu? So 2004, 2005 in dem Dreh? Ich würde sagen, Mitte, Ende 2004 würde passen. Okay, krass. Und, weil ich weiß noch, für 2005, weil TNB zu diesem Zeitpunkt wollte seine Turniere nicht weiterführen. Und wir hatten dann eigentlich geplant, halt einen ST05 zu machen in Oranienburg. Hatten auch schon eine Venue, hatten auch schon eigentlich einige Leute dran, unter anderem so Leute wie Doraki aus Frankreich zum Beispiel. Oh mein Gott. Die ist dann halt nur abgebrannt, die Venue. Was? Ja. Phil war wieder zu sauer, dass er verloren hat, war dann so, okay, ich zünd den Scheißladen an hier. Ja, und dann hat das Ganze halt nie stattgefunden und Doraki war ewig sauer auf mich, weil er halt auch schon Tickets und alles hatte. Ja. Und dann anstatt halt irgendwie... Dass die Venue abgebrannt ist. Ja, anstatt dann irgendwie ein Wochenende hier zu verbringen und wenigstens irgendwas zu machen, so hat er die halt einfach verfliegen lassen. Oh Mann. Ja, ich habe Doraki einmal getroffen in Freiburg in 2016 oder so. Und ich auch.
Ja, das stimmt, da warst du auch dabei, bei How Dare You. Krass. Der war in meinem Pool damals. Ich habe richtig Schiss vor dem gehabt, weil ich wusste, er ist in meinem Pool und ich muss den besiegen, um rauszukommen. Und dann habe ich ihn besiegt und dann haben wir beide gegen Trunks verloren. Der kam aus dem Nix. Und Doraki hat auf jeden Fall auf mich so einen Eindruck gemacht, also er hat nicht den Eindruck gemacht, als wäre er irgendwo zum Spaß für ein Wochenende hingefahren, weißt du, was ich meine? Also er hat auf mich den Eindruck gemacht, als wäre er schon auf jeden Fall für Melee da gewesen, so, und war auch die ganze Zeit in der Halle, war so, ja, lass mal gucken, ob wir irgendwo eine Bar finden, Laub, so, ne, weil er war so, ja, okay, ich bleib jetzt hier, ich zock jetzt hier, so. Also ja, kann ich verstehen, dass er dann sauer auf dich war, weil du hast deinen Lebenstraum zerstört, einmal in Oranienburg Melee zu spielen, machen wir uns da gar nichts vor, Luma. Ja, es tut mir auch absolut nicht leid. Verständlich. Der war auch bei MLG und so, ne? Der war in irgendwelchen, bei alten MLG-Turnieren 2005 war der in Amerika. Nee, das war Helios. Nein, aber das war auch, Doraki war in Brackets, ich schwöre. Ich hab den in Brackets gesehen. Ja. Aber anyway, du hast dann mit Phil und Limiter gespielt und wie ist es dann gelaufen? Also seid ihr zusammen auf Turniere gefahren und so? Weil ich weiß zum Beispiel, ihr wart in Mainz bei Easter Egg Parade. Da erinnere ich mich an die Videos, wo ihr alle drei da wart. Ja, also die Sache war dann halt auch erstmal, Marv hat sich relativ schnell auch so ein bisschen davon abgekoppelt, weil er war zwar halt auch halt jemand, der halt ungern verloren hat und immer eigentlich so gut wie möglich sein wollte in jedem Videospiel. War aber jetzt nicht so auf dem Trip, halt irgendwie ein Videospiel so richtig hart zu lernen und halt richtig zu suchten. Und das wurde dann halt auch relativ schnell halt eigentlich zu der Phil und Luma Show. Okay. Hin und wieder halt mit Special Guest Limiter. Also er war auf ein paar Turnieren, also auf dem ersten, sagen wir mal, richtig großen deutschen, das war ja das Smash Fest Mainz. War er nicht mit dabei, aber gut, wir hatten auch zu dem Zeitpunkt keinen Platz im Auto. Wir sind ja da mit den Leuten aus dem Osten hingefahren, also Tobi und so. Wie viele Teilnehmer gab's da? Smashfest Mainz hatte 20, glaube ich. Das größte deutsche Turnier aller Zeiten. Das haben wir jetzt bei Jeno 100 geschafft. Berlin. Berlin. Ey, man nimmt, nice. Berlin, was, aber man nimmt, was man kriegt. Ja, das selbstverständlich. Ey, als ich angefangen habe, habe ich Limiter auch noch kennengelernt so, und ich habe die Videos gesehen und ich erinnere mich noch an dieses eine Video, als sie in Mainz waren, bei Easter Egg Parade, und als Jonas sich übertrieben aufgeregt hat, John Ass, weil er gegen Limiter verloren hat. Boah, wir haben ihn jahrelang, wir ziehen ihn eigentlich immer wir noch damit auf. Wir ziehen immer noch auf. Damit auf, ganz Und es funktioniert immer noch. Es ist ja einfach nur herrlich. Voll. Limiter war auch echt nicht schlecht, er war echt nicht übel. So. Nee, auf keinen Fall. Also ein Highlight, sagen wir mal, für die Berliner Com aus drei Leuten bestehend, war damals, als wir zu Ross 3, Renaissance of Smash 3 in Schweden, Göteborg gefahren sind. Da wart ihr. Zusammen. Holy fuck. Das war nicht das mit dem Amsa-Comeback, das war Ross 4, ne? Nein, das war das mit dem Amsa-Comeback. Oh no, ihr wart live dabei? Wir haben das live gesehen, Bruder. Konsti, du kennst das Comeback, ne? Das Amsa-Comeback, wo Amsa nicht drüber aufgehört hat zu reden. Genau, das Amsa-Comeback, wo Amsa Wave Dash out of Shield entdeckt hat. Wurde noch nie geforstockt. Ja, genau. Ja, Mann. Mir ist das Video bekannt, ja. Okay. Ich habe übrigens gerade geguckt, kurzer Throwback. MLG Chicago, da war Doraki und bei OC2 war er auch. Ah, okay, also das bei OC war lustig, aber MLG doch nicht gewesen. Und bei Genesis 1 war er auch. Und das waren seine Amerika-Trips. Ah, alles klar. Okay. Ja. Auf jeden Fall wart ihr zu dritt bei Ross 3. Und wie war das so? Wie habt ihr Berlin represented? Wir rufen ja dieser Tage immer, Berlin bleibt hart. Ist Berlin hart geblieben, Luma? Absolut null. Also ein großes Problem war natürlich, dass damals Deutschland halt wirklich absolut nicht in der Szene irgendwie vertreten war. Dementsprechend hatten wir halt auch absolut keine Seedings gehabt. Ich weiß jetzt leider nicht mehr aus dem... Doch, warte, ich weiß, Phil hatte, glaube ich, The Duck in deinem Pool. Nee, warte, gegen The Duck hat er nur Freeplay gespielt. Ich weiß leider nicht mehr, wie bei denen die Pools aussahen, aber die waren halt auch relativ eklig. Ja. Ich hatte das Glück, in meinem Pool als First Seed Amsa zu haben. Oh shit. Und als Second Seed Seretour, der auf dem Turnier Siebter geworden ist. Also oh shit.
Stimmt, Serie-Tour gibt's immer noch, true. Ich hab halt 2-1 Last Sock Lasted gegen Serie-Tour verloren und bin deswegen nicht aus dem Pool gekommen. War ein bisschen ärgerlich, aber gut. Ich glaube, Phil ist aber aus der ersten Runde Pools rausgekommen. Ja, nice. Wenn ich mich jetzt... Ich glaube zumindest, ja. Ja, aber es war auf jeden Fall sehr unerwartet, dass so zumindest der Limiter da mitgekommen ist, weil, wie gesagt, er hatte halt schon deutsche Turniere zu dem Zeitpunkt nicht mitbesucht, aber hat sich dann halt eben entschieden, mit dem Bus, wir sind mit dem fucking Bus nach Schweden, weil Flüge damals nicht bezahlbar waren. Oh no. Das ist so die Fahrt geil. Hat von meiner Haustür bis zur Venue 24 Stunden gedauert. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die fucking Hölle. Vor allem nach Schweden, Digga, du bist in anderthalb Stunden da mit dem Flug. Wir sind irgendwo in Dänemark an, weiß nicht, das sah aus eigentlich wie eine fucking leere Müllhalde, angehalten, weil das deren Busbahnhof war, wo wir einen Bus wechseln mussten, der nicht angesagt war. Ja. Wir haben in Berlin erstmal 3 Stunden auf den ersten Bus gewartet. Damals noch Berlin-Linienbus, diese klassische Buslinie. Yes. Ja, Mann. Das war auch meine. Ja, wie teuer, stimmt. Wie teuer? Ja. Hin und zurück 80 Euro. Okay, das ist aber ein Schnapper. Das ist ein Schnapper. Ja, also preislich war es halt echt okay, darum haben wir das gemacht. Wir haben übrigens den Experten im Chat. JCM Paul Kopenhagen Busbahnhof legendär. Nee, es war halt nicht der Kopenhagener Busbahnhof. Das wäre ja nicht das Problem gewesen. Es war halt wirklich einfach nur. Weil es sah aus wie eine scheiß normale Bushaltestelle irgendwo auf dem Dorf neben einem leeren Feld. Und es hing keine Pläne aus, kein nichts. Wir haben dann halt irgendwelche anderen Leute gefragt, die halt auch ausgestiegen sind und dann da gewartet haben, so was passiert denn jetzt hier überhaupt? Weil wie gesagt, es war halt eigentlich auch nicht geplant, dass wir einen Bus wechseln. Ah, oh Gott, Alter. Das ist, keine Ahnung, vielleicht war der kaputt oder keine Ahnung. Es war auf jeden Fall nicht so cool. Wir haben dann aber... ein Trick, den wir damals halt gelernt haben, weil wir uns auch nicht hundertprozentig sicher waren, wie wir vom Bahnhof zur Venue kommen, den Controller-Trick erkannt. Controller um Hals hängen. Richtig. Ja, Mann. Weil wie zeigst du am besten, dass du ein Smasher bist? Natürlich mit deinem GameCube-Controller. Selbstverständlich. Oh, ja. Und dann haben wir da halt irgendwelche anderen Leute unterwegs getroffen, so, ey, ihr wollt auch zum DR? Okay, let's go. Und dann haben wir die Venue zum Glück auch noch gefunden. Perfekt, ey, genau so muss nämlich laufen, Alter, geil. Ihr hattet da wahrscheinlich noch kein Handy oder so, ne? Zumindest doch kein richtiges. Also so richtig Internet auf dem Handy, nein. Google Maps geht natürlich nicht, sondern... Nee, das war alles... Komplett nie daran gedacht, dass das überhaupt so ein Issue war, mal. Also wir haben auch... Das allererste Turnier, was wir halt, wir sind auch aus Berlin mit dem Auto zusammengefahren. Wir haben halt dann auch, also zu Hause auf Google Maps uns den Weg angeguckt und haben das dann halt so ausgedruckt. Weil wir keinen Bock hatten, diese riesigen Landkarten mitzunehmen. Und Navi war damals noch richtig teuer, das hatte halt eigentlich keinen Schwanz. Ja. Also haben wir uns halt die Wege ausgedruckt. Das war bei meinem ersten Turnier und das war innerhalb von Berlin, da war das auch mein Go-To. Ich bin ins Internetcafé und habe mir ein Google Maps Ding ausgedruckt, wie ich zu diesen Finn-Hütten im Dings komme, in der Wuhlheide, als du dieses Turnier damals organisiert hast. Das war ja mein erstes Turnier in Anführungszeichen. Da hatte ich mir auch Dings ausgedruckt. Ja, das war halt einfach, was man damals machen musste. Mhm. So. Ja. Ich meine, die Kiddies von heute kennen ja diese riesigen Landkarten nicht mehr und wie das einfach unmöglich ist, die wieder zusammenzufalten, außer du hast das studiert. Oh, es ist so unmöglich, oh mein Gott. Oh, die kenne ich sogar noch. So eine hatten wir im Auto. Shit. Ja, die Dinger sind übel. Also die wollte man nicht benutzen. Wirklich keine Chance, ey. Ich bin übrigens gerade auf der Suche nach dem ROS 3 Bracket und es ist unmöglich, das zu finden. Okay, nee, ich glaube bei so ganz alten Sachen, da macht es wirklich keinen Sinn, sich so direkt Ergebnisse anzuschauen. Ist original, aber der Smash Sports, kann ja erzählen davon, wie der Bracket so aussah vielleicht. Der Smashboards-Thread, ganz kurz, der Smashboards-Thread heißt Smashboards Post Containing Date and Location of the Tournament, Smashboards Videos Thread with Some Results. Einfach Some Results. Ah, nee, zum
Bracket an sich kann ich leider nicht mehr wirklich viel sagen, weil ja, es war halt auch damals nicht so einfach, überhaupt Brackets irgendwie online zu finden. Hm. Weil, ja, es gab halt sowas wie Smash GG und sowas noch nicht. Das heißt, du hast das halt alles auf deinem eigenen kleinen lokalen PC gemacht. Ja. Wenn nicht sogar nur auf Papier. Mit Tio, Alter. Ja. Übrigens, ja, Legende. Aber ich sehe hier, also ich sehe hier zumindest gerade die Ergebnisse. Also erster Amsa, wie wir alle wissen. Ja. Zweiter Egg, dritter Helios, vierter The Duck. Nee, warte, hier steht gar kein. Hier steht fünfter Fragezeichen. Ja. Ja, das siehst, also ich weiß zumindest, dass das nicht ganz so stimmt, weil Serito war auf jeden Fall siebter. Okay. Das heißt, also Duck war auf jeden Fall, weil das war auch damals die Top 4 einfach in Europa. Amsa, Egg, Helios, Duck. Okay. Und Fox 128 war 17. War der beste deutschsprachige Spieler da. War er lange Jahre sogar, ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Und was haben die Berliner gemacht, nachdem sie von dieser Experience nach Hause gekommen sind? Soul crushed. Limiter hatte sowieso schon gar keinen Bock mehr. Phil hat seinen Controller wahrscheinlich in zwei Hälften gedrückt. Und Luma hat wahrscheinlich gesagt, Bro, wir müssen besser werden. Wir können nicht so gefuckt werden. Die seeden uns wie scheiße, weil wir scheiße sind. Und wir müssen besser denn je zurückkommen. Was ist passiert, Luma? Was ist passiert? Wir hatten natürlich absolut gar keinen Bock, irgendwie mal nicht im Grand Final zu stehen, weil wir kannten das ja nicht. Fair. Also haben wir uns einfach gesagt so, Alter, wir ficken Geld einfach das nächste Mal. Aha. Haben weiterhin wie die Schweine gegrindet. Da konnten wir dann halt auch Limiter noch so ein bisschen dazu motivieren. Darum ist er ja dann auch zu dem Easter Egg Parade mitgekommen. Wo er dann halt auch gute Ergebnisse geliefert hat. Ja. Phil auch Zweiter geworden, ich bin Dritter, Phil und ich Erster in Doubles. Also lief ganz stabil, könnte man sagen. Wie hieß euer Team, Luma? Ihr habt einen Teamnamen gehabt, ne? Wie hießen wir denn noch? Just Godlike. Ihr hieß Just Godlike, Digga. Sie sind einfach gekommen, um alles zu claimen, Digga. Sie haben so gesagt, guck mal, wir spielen Teams. Schreibt mal folgenden Namen in dieses Tio-Bracket rein. Just Godlike. Und dann gewinnen sie, Digga, na klar. Ja, geil, ey. Ja, krass. Und ihr habt, wie sah das damals bei euch aus, wenn ihr gegrindet habt? Weil, also heutzutage, ich weiß so, keine Ahnung, das machen halt, also viele spielen ja Netplay, was ja seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren ungefähr halt so richtig, richtig groß ist mit Slippy. Seit ein paar Jahren benutzen wir auch Uncle Punch, davor haben wir 20XX benutzt, so. Ich bin auch immer fleißig am Uncle Punchen, so. Damals gab's das alles nicht. Ich weiß noch, dass Stevo damals, um gegen bestimmte DI zu üben, einen zweiten Controller eingeplackt hat und mit seinem Fuß DI'd hat, während er mit seinen Händen gespielt hat, so, weißt du? Um bestimmte Kombos zu üben. Was habt ihr damals gemacht zum Grinden? Was musste geübt werden? Ach ja, also ich sag mal, Grinden sah damals halt schon echt noch ein bisschen anders aus. Für gewöhnlich, unsere Standard-Grind-Session sah folgendermaßen aus. Wir haben sowas wie Scrubs auf dem PC angemacht. Ja. Haben uns entweder billige Mische aus Wodka, Zitrone und Energy gemacht oder irgendein Billigbier getrunken. Ja, gut. Dabei. Sobald ist es fast das Gleiche eigentlich. Ja, kann man echt schon sagen. Dabei vielleicht noch Shisha geraucht und dann halt einfach ein bisschen gezockt. True, Digga. Ey, diese Arme. Das war damals halt eine High-Level-Grind-Session. und das war das beste Team Deutschlands. Sie haben sich so in den Team-Spirit reingespiritet, Alter. Krass. Ja, sie sind so gut geworden, weil sie so gut geshishert haben. Aber welches Billigbier war es und welcher Shisha-Tabak war es, Luma? Warte. Also ich war immer ein Fan einfach von Doppelapfel, auch ist zwar halt relativ Standard gewesen, ja. Immer, aber ich meine, der war halt Standard, weil er gut war. Ja, damals als ich noch, das war auch eine Zeit, in der ich auch Shisha geraucht habe und ich fand Doppelapfel auch immer richtig geil. Bier, also ich weiß, biermäßig, worauf Phil immer super stand, war V+, glaube ich, war das. Fällt ins V+. Einfach Bier mit Energy, so. Er wollte halt mit dem Bier eigentlich ein bisschen runterkommen, hat sich dann das ganze Koffein noch mitgeballert und war dann halt auch wieder aufgeputscht, aber gleichzeitig down wegen dem Alkohol. Super Kombi, Phil. Gut gemacht. Big Brain, Atze. Geil. Nee, also so richtig, also ich wollte dann halt auch irgendwann, das war dann halt auch, sagen wir mal, eher so das Anfang vom Ende der Ära,
Ich wollte dann halt auch irgendwann anfangen, halt einfach so richtig Sachen zu grinden, wie halt zum Beispiel, dass er mal seine verfickten Chain Grabs lernt. Oh mein Gott, das war bis er aufgehört hat zu spielen, ein Thema zwischen euch. Ich weiß auch, ich habe auch irgendwas angefangen. Ich so, Dicker, mach doch jetzt. Das weißt du, in 2013, das Jahr, als ich Fox gespielt habe und er auch noch gespielt hat, ich so, Dicker, du kannst mich, es ist, warum gehst du auf FD, wenn du nicht so, weißt du? Ja, er hat es bis zum Schluss nicht gelernt, Spoilerwarnung. Aber hat's bei dir was gemacht? Wie liefen dann die Turniere ab? Dann, ab dem Grind. Also, ich sag mal, es gab lange Zeit in Deutschland, abgesehen von Filmen, mit dem ich halt so auf ungefähr einem Level war, vielleicht am Anfang ein bisschen drunter, später dann ein bisschen drüber, gab es nur einen in Deutschland überhaupt, der uns richtig vermöbelt hat. Und ich sag mal, sobald er aufgehört hatte, war es dann halt erstmal oben ein bisschen langweilig, weil Phil und ich, wir haben uns Black Soul. Ich schwöre, den Namen habe ich. Du hast den Namen noch nie gehört, Konzi? Digga, gleich mal gehört, gleich mal gehört. Gehört 100%. Wir haben den 100%ig schon erwähnt. Der Typ war muss, so verrückt, Mann. Muss. Ich hab ein altes Black Soul Video auf meinem Laptop, Konzi. Wenn du das nächste Mal hier bist, ich zeig dir, Dicker. Oh, Street Fighter. German Smash, ja, Mann. Sonic Boom! Ja, Mann, genau. Black Soul hat die Pillaring-Kombos erfunden. Der hat es vor Bomb Soldier gemacht. Also bevor es die Bomb Soldier-Videos gab, hat er Pillaring-Kombos gemacht. Das war so, the fuck, Dicker? Wir waren so mindblown, so. Er hat halt auch damals schon so Sachen gemacht, wie dann, er hatte halt in einem Turnier Falcon gespielt, weil er hat irgendwie seinen rechten Mittelfinger oder so komplett zerstört oder Zeigefinger, ich weiß nicht mehr ganz sicher. Das war Easter Egg Parade. Ja, und er konnte halt nicht erkennen. Er hat halt so Sachen wie Marv und Falcon gespielt, einfach weil es besser für die Hände war. Und er hat dann so Sachen gegen mich gemacht, wie zum Beispiel mit seinem Falcon. Bei Upthrow wenig Prozent. Ich hab nach hinten die Eiten. Der hat halt einfach die schnellste Short of Up-Air Weak Hit gemacht, um mich dann regrabben zu können. Oh! Und das halt einfach so. Okay, das ist schon 2000 da damals schon. Ja, also, es war einfach schon so, das, was? der Typ war halt einfach gestört. Ja. Also das Gute und warum das dann halt auch in Berlin, sagen wir mal, so lange, sagen wir auch zwar nur mit uns beiden, aber so gut funktioniert hat und auch wir deutschlandmäßig so gut waren, weil wir uns dann halt auch einfach gegenseitig halt immer wieder gepusht haben, weil keiner wollte gegen den anderen verlieren, aber wir wollten trotzdem die, wenn einer verliert, dann halt nur gegen, like, gegen sich selber so. Ja. Wir wollten gegen keinen von außerhalb verlieren. Das war uns das Wichtigste. Berlin bleibt hart, Dicker, so nämlich. Und wir sind auch gut hart geblieben, weil, also, solange Black Soul da war, war Top 3 Black Soul, Perfect Shadow ich. Wenn Black Soul weg war, war ich Erster und Perfect Shadow Zweiter. Ja. So, und das hat sich ein paar Jahre erstmal so gezogen. Wir haben das ganz gut gehalten. Bis dann halt irgendwann so der Punkt ein bisschen kam, wo dann halt eben dieses Grinden halt nicht zustande kam und Phil dann halt einfach ein bisschen nachgelassen hat. Und dann ist er, also er hat es halt noch sehr lange weitergespielt, aber so dass der Drive hat dann halt einfach gefehlt. Hm. Meinst du, es war halt frustrierend für ihn, dass du dann angefangen hast, gegen ihn zu gewinnen oder was? Weil er dann gedacht hat, ja, ich komme jetzt nicht mehr hinterher. Meinst du, er hat gedacht, scheiß fucking Dr. Mario ist nicht gut genug, um Sheik zu besiegen oder so? Also ich weiß nicht, ob er so diesen Gedanken mit Doc an sich hatte, weil, naja, auf dem Level waren wir noch nicht, wo Charaktere eigentlich so den Unterschied hätten machen müssen. Ja. Aber ja, ich denke schon, das hat dazu beigetragen, dann halt wahrscheinlich auch die, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat er dann noch seine Ausbildung angefangen und den ganzen Kram. Und dann halt einfach, ja, dass er dann halt mit mir nicht mehr so ganz mithalten konnte. War halt dann Anfang vom Ende so. Wenn, ihr habt ihn ja auch noch erlebt, das heißt, er war ja noch länger mit dabei. Voll. Er war die zweite Person, die ich getroffen habe mit Melee so. Er war aber auch so ein bisschen so eine On-Off, ich weiß nicht, wie das bei dir war damals, Dennis, aber irgendwann später wurde er wirklich so eine On-Off, so hin und wieder war er mal da, also wenn es gerade wichtig war, so ein bisschen. Also ich glaube, die ersten ein, zwei Jahre, als ich angefangen habe, war er auf jeden Fall immer dabei, wenn in Berlin was ging und wir sind auch zusammen auf Turniere gefahren nach außerhalb. Ich weiß, wir waren in Leipzig zum Beispiel zusammen und abgesehen davon hat er so eher so in 2008 vor allem so aufgehört, 2008, 2009 so in dem Dreh hat so richtig schleifen lassen. Ich weiß noch genau, wir waren damals in Köln auf dem Turnier, da waren
Luma, Mustafa und ich sind zu dritt gefahren. 2008, im Herbst 2008 war das, Smash Fest Köln 2. Und da haben wir Phil noch von da aus irgendwie ein Foto oder so geschickt. So, ja, Dicker, wo bist du so mäßig? So, ne? Wir saßen die Nacht davor bei Luma zu Hause. Mustafa, Luma und ich werde es nie vergessen. Wir saßen besoffen bei Luma und haben uns alle drei Glatzen rasiert. Gegenseitig sind wir auf das Turnier gefahren. Weil wir so, wollten so hart aussehen. Das war so geil. Nein, das war vor Hamburg. Das war vor Hamburg? Ja, Turnier bei Hans zu Hause in der alten Wohnung. Ich dachte, das war vor Köln. Oh mein Gott. Nein, Gut, dass du hier bist. Da hatte Ömer aber auch mit dabei, der hatte schon eine. Wir wollten Stacko auch noch mit dazu kriegen, aber der hat es nicht gemacht, der Pisser. Stacko, Alter, ja, Mann. Der hatte Schiss. Aber ja, dann gehen wir mal zurück in 2006. Also, Phil und du, also 2006, 2007 habt ihr schon ziemlich alles dominiert, so. Black Soul hatte da dann auch schon aufgehört. Ich glaube, sein letztes Turnier war in 2006, wenn mich nicht alles täuscht. Und in Berlin gab es dann noch. Dann kamen ein paar Leute dazu, über so relativ kurze Zeit. Ich glaube, von diesen neuen Leuten war ich, glaube ich, sogar der Erste. Ich war damals noch immer im Internetforum, im Internetcafé, weil wir kein Internet zu Hause hatten, bin ich ins Internetcafé gegangen, um meine Break-the-Targets-Rekorde zu posten, im 3765-Forum. Und dann habe ich auf einmal so eine Privatnachricht gehabt vom Nutzer Luma, der so schreibt, hey, laber mir hier nicht so viel rum, komm mal lieber auf ein Turnier. Und ich so, the fuck, Dicker? Okay, wo denn, fremder Mann im Internet? Erzähl mal bitte, wo soll ich denn hin? Und da hat er mir so geschrieben, ja, hier, bla bla. Eine Woche später habe ich es dann gesehen, als ich dann wieder ins Internetcafé gegangen bin, habe ich dann Nachrichten, so eine Antwort bekommen. Ich so, ah, okay. Smashfest Berlin in den Finnhütten in der Wuhlheide. Aber komm mal vorher noch mal ran, Alter, wir müssen mal zocken. Und ich so, okay. Und dann bin ich mit meinem Kumpel Ismail losgefahren, nach Weidmannslust damals, wo Luma gewohnt hat. Und wir haben den Controller um Halstrick nicht gemacht. Und haben uns am Bahnhof... haben uns am Bahnhof nicht gefunden. Und bitte. Weißt du auch noch, warum ich dich nicht gefunden habe? Warum? Weil du dein Telefon nicht dabei hattest, weil dein Telefon kaputt war, glaube ich. Wir konnten ja nicht telefonieren. Aber ich hatte euch zwei ja am Bahnhof gesehen. Ja. Aber ich dachte mir, besonders so wie du damals noch aussahst, ein bisschen mehr Richtung in die Sunnyboy-Richtung, dass sie niemals Computer spielen. Ich habe euch da chillen sehen, 5 Minuten, und das so... Ja, die warten jetzt hier auch, hier können die das so ein, aber nein, guck dir an, die spielen niemals Nintendo. Ja, Mann, Isma und ich waren richtige Baller mit 15 oder so. Ja, und dann hingen wir da am Bahnhof rum. Luma hatte zu der Zeit kein Handy, deswegen konnte er uns nicht unterwegs anrufen. Also ist er wieder nach Hause gegangen, weil er dachte, das können wir nicht sein. Hat uns vom Festnetz angerufen auf meinem Handy. Und ich meine so, Dicker, wir stehen hier seit einer halben Stunde am Bahnhof. Er so, okay, wie seht ihr denn aus? Ich so, wir holen die Controller raus, du wirst uns erkennen. Und dann kam er vorbei und dann hatten wir die Controller wirklich um Hals. Und dann sind wir zu Luma gegangen. Und ich weiß noch genau, wie Isma und ich so... Isma war besser als ich auf jeden Fall. Wir hatten so einen kleinen Freundeskreis, die immer Melee gespielt haben, so bei mir. Und ich war nie der Beste von denen. Ich war noch nie in meinem Freundeskreis der Beste. Egal, mit wem ich Melee gespielt habe, ich war noch nie der Beste. Das ist so unangenehm. Konsti fühlt gerade. Konsti ist jetzt endlich mal der Beste in seinem Freundeskreis. Dennis hat es am schwersten hier. Ey, hör mir auf. Und Ismail war halt auf jeden Fall besser als ich. Ismail hat Link gespielt und ich glaube, ich habe Samus gespielt, so als wir zu Luma kamen. Und dann war ich so, ja, ich spiele erstmal ein bisschen mit dem. So, ich war mir sicher, wir ficken den so. Wir sind übertrieben gut, Dicker. Wer soll denn besser sein als wir? Wir sind ja ein Freundeskreis, die alle richtig krass sind und voll viel spielen. Und Luma nimmt so Sheik. Also er nimmt so Zelda, wie so, oh, Zelda, spielt man, habe ich selten gesehen, ne? Und dann verwandelt er sich am Anfang schon in Sheik. Und Ismail gucke ich dann eher so... und lacht so, weil wir waren uns sicher, Sheik ist voll schlecht, so. Sheik ist voll schwach, haben wir gesagt, so, ne? Und dann spielen wir so und Luma fickt mich komplett. Ich so, Dicker, was passiert? Hä? Wo bist du die ganze... Er ist überall, so, ne? Weil wir stehen halt rum und chargen Smash-Attacken, so, weißt du? Und er ist auf einmal überall. Ich so, jetzt komm, jetzt renn doch rein, ich mach Butz, so, weißt du? Und er ist nicht reingerannt, einfach kein einziges Mal reingerannt. Und ja, dann hat Ismail gegen ihn gespielt. Ismail hatte auch überhaupt keine Chance, der hat Link gespielt, glaube ich. Und dann waren wir so, holy shit, okay, alles klar. What? Wie? So, ne, Luma hat uns das Advanced How to Play Video gezeigt, was es damals auf YouTube gab. Und dann bin ich nach Hause gefahren und hab gesagt, Ismail, ich übe das jetzt. Er so, ja, viel Spaß. Und dann haben wir Ismail nie wieder einen Controller in die Hand nehmen sehen. Er wurde so zerbrochen an dem Tag einfach. Aber ich hatte richtig Bock. Ich wollte das richtig lernen, Alter.
Und das war wie ich in die Berliner Mailing-Community gekommen bin. Luma hat mir komplett den Arsch aufgerissen. Und ich habe gesagt, okay, alles klar. Das wird nicht immer so bleiben. Und naja, turns out. Aber es hat ein paar Jahre gedauert, aber irgendwann hast du es dann auch geschafft. Irgendwann habe ich es geschafft, ja. Im Meltdown damals, ja. Das war halt wirklich von so vielen Leuten, dass halt, du hattest halt irgendwie einen Freundeskreis aus Leuten, die sind dann irgendwie mal halt zu irgendwie Competitive-Spielen gegangen. Und die meisten hatten dann einfach so von so, ja, nee. Einfach nein. Ja. Aber einen gab es am meisten immer so, ich will den jetzt ficken, was soll das? Ja, ey, ich weiß auch noch, meine ganzen anderen Kumpels, du hast ein paar von denen über die Jahre auch kennengelernt. Tim zum Beispiel oder David oder Robert oder Simon, ne? Ja. Yeah. Die waren alle immer dann so. Also wir haben dann weitergespielt, so, ne? Wir waren alle derselbe Freundeskreis, wir haben alle die ganze Zeit weitergespielt und ich wurde halt immer besser, weil ich halt gegrindet habe, so, ne? Und die waren dann irgendwann so, ja, keine Ahnung, Dennis, Alter, ich will auch nicht mehr mit dir spielen, ganz ehrlich, so. Die waren dann so. Der Struggle von jedem Smash-Spieler einfach. Ja, genau so hatte ich das noch. Ich habe mit meinen Freunden gespielt und dann waren wir so, ja, komm, ich spiele ein bisschen PM oder so. Und dann hat das so einen Monat oder zwei gedauert und dann habe ich einfach angefangen, die nur noch wegzurotzen und dann war das irgendwann so ein Ding von so, ja, okay, keine Ahnung. Lass mal FIFA spielen. Ja, voll. Die sind dann auch immer so, ja, keine Ahnung, in Tekken würde ich dich besiegen. Und ich so, bitte meinetwegen, darum geht's mir doch auch gar nicht. So, wir spielen doch gar kein Tekken gerade, bist du dumm? So. Ich finde diese Einstellung auch immer voll komisch. Und in der Zeit, als ich angefangen habe und Luma uns die Ärsche aufgerissen hat, da kamen auch noch ein paar andere Spieler dazu in Berlin, weil da wurde die Berliner Community langsam wirklich zu so einer kleinen Community. Da gab's dann noch. Ja, ich würde auch sagen, das war so der erste Zeitpunkt, wo man wirklich von einer Community sprechen konnte. Voll. Da kam dann noch KP666, der YouTube-Star zum Beispiel dazu. Ich glaube, das war der erste von denen, die neu dazu kamen. Den haben wir zusammen kennengelernt. Das erste Mal sind wir zusammen zu dem in Wedding gefahren damals, in Wollangstraße in die WG mit seiner damaligen Freundin und noch jemandem. Die haben zu dritt in der Zweiraumwohnung gewohnt. Das war so scary einfach. Und da sind wir. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also ich glaube, Phil haben wir zwar als erstes getroffen. Ja. Aber ich glaube, theoretisch war Fast als erstes im Forum da. Oh mein Gott. Ja, Fast war auch zu der Zeit auf jeden Fall. Und Fast hat immer einen Harten gemacht damals und hat nie mit uns gespielt. Die Sache ist, ich bin mir relativ sicher, dass ich bei Fast schon vor war, bevor ich bei Phil war. Oh, krass. Weil er hat doch immer so große Sachen gemacht von wegen, ja. Er war jetzt irgendwie in Amerika und hat dann irgendwie da mit Chillen Dude gespielt und so weiter. Ich dachte so, Alter, let's go. So, ich habe gerade Phil verloren, so, ich brauche jetzt Competition. Ja. Der Dude hat mit fucking Chillen Dude gezockt, so, der muss gut sein. Ja. War so hyped, bin hingegangen. Fuck. Konnte nix. Fuck, er ist ein Shitter. Und ich glaube auch, er hat noch nie in seinem Leben mit Chillen Dude ein Game gespielt. Aber Fast hat gerne mal eine Geschichte, oder also die eine oder andere Geschichte hat er gerne mal erzählt, die dann auch, also nicht so richtig hätte, also gestimmt hat, sag ich mal. Also, Dennis, Humor des Südens. Humor des Südens, so ist es nämlich, ja. Das war nämlich, die kamen nämlich aus Lichterfelde, Fast und seine Freunde. Ja, ob es diese Freunde jemals gab. Also einen haben wir zwei? Getroffen, einen haben wir getroffen. Zwei haben wir, glaube ich, getroffen. Okay. Der eine war sogar voll cool. Wie hieß der, Kid? Ja, stimmt. Kid, der war voll cool auf jeden Fall. Und es gab noch Sky, glaube ich. Sky gab's auch noch, stimmt. Ja. Und Fast kam auf jeden Fall zu der Zeit dazu, aber also du warst bei dem, aber der war auch nie. Also, warte mal, doch, wir haben dann irgendwann angefangen, Monthlies zu machen bei dir, ne? Und da war der auf jeden Fall auch dabei. Es gab dann erstmal die Monthlies bei mir und die wurden dann ein bisschen später zu Phil nach Oranienburg gezogen. Genau. Und da haben wir so Leute wie Fast gehabt, dann haben wir Phil gehabt. Der ist, glaube ich, auch im Chat gerade, der guckt, glaube ich, zu, wenn er noch da ist. Phil ist auch noch da, ja. Ja. Das war auf jeden Fall geil. Ich weiß noch genau, wie wir bei Phil saßen den einen Abend und wir 1000 Miles gesungen haben irgendwann. Wir haben uns richtig zulaufen lassen, haben irgendwie Foxtritos auf Pokefloat gespielt, haben uns richtig zulaufen lassen und haben irgendwann 1000 Miles geschmettert. Es gab, und seine damalige Freundin, weiß ich noch, hat ein Handyvideo davon gemacht, wie wir alle drei irgendwie so, if I could fall. Und wir wussten sofort, okay, Dicker, das ist ein Keeper, Dicker. Der Boy ist ein Keeper. So. ja, zu der Zeit war Sloka in Berlin, Pierre, der französische TO, inzwischen Raketenwissenschaftler in Französisch-Guyana, aber damals Austauschstudent in Berlin. Weißt du, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass er nach Berlin ziehen konnte? Nee. Und zwar, also gut, er hatte zwar halt irgendwie seinen Studienplatz schon, aber er hatte halt noch keine Wohnung. Mhm. Und überall, wo er sich halt so umgeguckt hatte, die wollten halt alle, dass er besichtigen kommt, sodass er halt schon vor Ort ist. Und er meinte so, Alter, ich komme aus Frankreich, so, ich kann jetzt nicht einfach mal kurz vorbeikommen. Ja. Und
dann hat er halt dann halt, wie Smasher das damals halt gemacht haben, halt im Forum nachgefragt, so, ey, wie sieht's aus, so, ich müsste irgendwie nach Berlin und da irgendwie ein Wochenende rumkriegen, so kann ich bei irgendwie ein Housing bekommen. Ah. Ey, die gute alte Smasher-Thread einfach. Ja. Ich bin in jeder Stadt der Welt gefühlt. Es ist halt echt so. Das Problem war halt nur, ich weiß nicht, ob zu dem Wochenende ein Turnier war oder was auch immer, aber ich war eigentlich das Wochenende nicht da. Oh. Und ich war zu dem Zeitpunkt, das war halt noch bevor du richtig in der, sagen wir mal, richtigen Community warst. Yeah. Und ja, sonst gab's halt keinen. Was ich dann einfach gemacht habe, ich habe ihm dann halt einfach mein Zimmer gegeben fürs Wochenende. Oh shit, mit deinem Vater und deinem Bruder in derselben Bude noch. Ja, yeah. Ja. Yeah. Papa, wir haben einen Austauschstudenten, ich gehe jetzt nach Paris und der kommt her, aber nur ein Wochenende. Ich glaube, so einem Raketenwissenschaftler würde ich aber auch vertrauen. Damals war er nur ein schmutziger Student, Konsti. So wie ja, aber er war ja angehender Raketenwissenschaftler. Das war ja schon klar, oder? Nee, also damals konnte man das nicht. Ich glaube, er hat auch irgendwie Richtungswechsel dann mitgemacht. Ich weiß auch gar nicht, was er damals studiert hat, aber... Der war auf jeden Fall, der war schon eine Ecke älter als ich auf jeden Fall. War der dein Alter oder war der auch älter als du, Luma? Ich glaube, ein, zwei unter mir. Ah ja, okay. Also, dann war der doch so mehr mein Alter. Ich glaube schon. Krass, ich dachte, der wäre älter als wir. Warte mal, das kann man doch bestimmt auch rausfinden. Redet mal kurz weiter, ich gucke. Ja, mal okay, alles klar nochmal. Jedenfalls, genau. Ja. Zu der Zeit war Sloka dann in Berlin. Dann halt diese Kumpels, die ich halt immer mal wieder mitgebracht habe. So, Ismail hatte keinen Bock mehr, aber so, keine Ahnung. Mein Kumpel Simon, mein Kumpel Tim und mein Kumpel Robert und so, die waren halt. Und vor allem David, mein ältester Freund, den ich seit der ersten Klasse kenne. Wir gratulieren uns immer noch regelmäßig zum Geburtstag. Wenn eine Geburtstagsfeier ansteht, dann wird der andere auch eingeladen. Das ist für mich ganz klar. Wir haben sonst eigentlich nichts mehr miteinander zu tun. Aber. Als ich mit diesem Melee-Abenteuer angefangen habe in Berlin, hat er gesagt, ja klar, komm ich mit. Weil wir haben uns normalerweise immer freitags getroffen, um zu saufen. Wenn freitags nichts anstand, kam David zu mir mit einer Flasche Jägermeister und dann haben wir einfach gesoffen und haben Melee gespielt. Und dann war ich so, lass doch zu Luma fahren und Melee spielen oder lass doch zu Phil nach Oranienburg fahren und Melee spielen. Und dann haben wir das halt gemacht. Und David war dann halt immer dabei so, ne? Er hat aber nie gegrindet. Er war so der beste Casual einfach. Er war wie Bob, so, weißt du? Du kennst ja Bob. Und ungefähr so hat er auch gespielt. Er hat auch Sheik gespielt, er hat genau das gemacht. Er stand einfach nur da und hat so, ja, okay. Und er wusste genau so, was die Punish-Game-Patterns sozusagen sind, an die er sich halten kann und wie er die Openings kriegt. Und das ist halt in so einer Zeit wie 2006 natürlich, ja, thrives du damit so, ne? Ja. Genau. Ich meine, also, Bob hat ja heute, so ganz vor so ein paar Jahren noch damit richtig abgezogen. Ja, voll. Also ja, wir hatten David, er hieß Dunn, das war sein Name. Weil D wie David und One. Oh mein Gott. Big Brain. David One. Ja, aber ihn hat immer nur David genannt, so logischerweise. Keine Ahnung. Er hatte auch einen Account im 37 im German Smash Forum, aber er hat, glaube ich, zwei Postings gehabt. Ein Post von ihm war irgendwie so, fast halt dein Maul. Und ein anderes Posting war so, confirm mich für dieses Turnier. So. Das heißt, hey, ganz gut. David, sympathischer Mensch. Baseball, ja, auf jeden Fall. David auf jeden Fall. Richtiger Homie. Ja, ich glaube vor allem, dass ich den schon mal bei deinem Geburtstag getroffen habe, kann das sein. Das kann sehr gut sein, ja. Der ist eigentlich, also meistens ist er da, wenn er dann nicht irgendwie im Urlaub ist oder so, dann kommt er auch vorbei. Und wenn auch nur kurz so. Ich weiß, vielleicht warst du bei dem Geburtstag dabei, als wir waren auf dem Brennerberg und er kam an mit einem Eimer, mit so einem 20-Liter-Eimer und der Eimer war voll mit so Gin und Tonic und Jägermeister und Energy Drink und Eis so. Er hat einfach so lauter Flaschen Suff mitgebracht in einem Eimer mit Eis drin. Er so, ja, ist doch ein warmer Tag, ich dachte, ich bringe noch ein bisschen Eis mit und dann können wir mal trinken. Weißt du? Ja, glaube ich, seit 2015, 16 eigentlich jedes Jahr bei deinem Geburtstag, oder? Ja, deshalb... Kann gut sein, dass du ihn da getroffen hast dann, ja. Müsste eigentlich irgendwann habe ich ihn. Ja. Die wahrscheinlich wichtigste Figur, die in der Zeit dazu kam übrigens, in dieser 2006-07-Ära, war Mustafa. Ice. Der beste Spieler der Welt. Er war zu der Zeit auch, er hat so, keine Ahnung, ich glaube ein halbes Jahr ungefähr, nachdem ich das erste Mal mit Luma mich getroffen habe, war er auf einmal da und ich war so, okay. Und er war so ein richtig guter Rival für mich, weil ich war, glaube ich, besser als alle außer Luma und Phil. Und dann kam Mustafa und war so, okay, wir waren direkt so auf einem Level, weil er halt richtig krass viel gegrindet hat, schon bevor er das erste Mal in seinem Leben ein Match gegen einen von uns gespielt hat, so. Und es hat aber nicht lange gedauert. Also ich glaube, es hat ein halbes Jahr gedauert, dann habe ich kein Set mehr gegen ihn gewonnen, so, ne? Weil er halt übertrieben schnell so. Ich meine, wir erinnern uns alle daran, also wir wissen alle, wie krass er ist, so, ne? Und es kommt nicht von ungefähr. Er hat übertrieben viel gegrindet, so. Er hat richtig viele Videos geguckt, er hat alles so aufgesaugt. Er ist so ein Nachmacher, so, ne? Er sieht sowas und denkt so, krass, das ist voll geil, das will ich in mein Gameplay einbauen. So funktioniert sein Spielstyle, würde ich sagen, so viel.
Abgesehen von diesem ganzen verrückten Movement-Scheiß, den er in den späteren Jahren dann gemacht hat. Aber sie haben ihn ja immer den European Mewtwo King genannt, weil, ja, also er spielt die drei Charaktere, die Mewtwo King spielt, so, weißt du? Und, also alle nacheinander so. Und in umgekehrter Reihenfolge, wenn du so willst. Erst Marv, dann Sheik und dann Fox, so, weißt du? Und bei Mewtwo King war es ja genau umgekehrt. Aber ja, er hat dann relativ zeitnah angefangen, viel, viel besser zu werden als ich. Und dann... Er war nicht, also er hat auch angefangen gegen Phil zum Beispiel zu gewinnen, als Phil dann nicht mehr so viel gespielt hat. Und Luma hat er nicht besiegt, bevor er Berlin verlassen hat. Weil er hat 2008, glaube ich, er hat 2008 nach seinem MSA, hat er Berlin verlassen, um eine Ausbildung zu machen in NRW. Und da ist er als Verlierer aus Berlin gegangen. Und ihn hat es richtig gewurmt, weil Luma auch im Forum geschrieben hat, dass er niemals gegen ihn gewinnen wird. Das weiß ich noch. Also, ja, Mustafa, viel Erfolg in deinem Leben und so, du wirst niemals gegen mich gewinnen. Und dann kommt Mustafa wieder und fängt uns alle, Dicker. Das hat ihn so gewurmt. Das hat ihn so gewurmt. Aber ich wusste halt, weil das ist für mich, das kann für mich nur ein Win-Win sein. Entweder stimmt es und dann, hey, fick dich. Ja. Oder es motiviert einen halt zu Tode, mich ficken zu wollen. Mm. Und dann haben wir endlich mal wieder einen Guten in Deutschland. Ja. Dann habe ich jemanden, der besser ist als ich. Luma, du hast, du bist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, würde ich sagen. Er war so 10 Jahre ungeschlagen. Du warst wirklich einfach nur sehr gemein. Ich habe mich ein bisschen verkalkuliert, okay. Ja. Gebe ich zu. So ein verrückter Wissenschaftler mit zwei so Erlenmeyer-Kolben, ne? So ein bisschen die falsche Mischung an mich. Ja, Lumas Monster ein bisschen zu stark. Er hat außerdem die Powerpuff Girls geschaffen, aber in einem einzigen Menschen. Ich schwöre. Dicker Mustafa ist einfach Lumas Frankensteins Monster. Ach, geil, ey. Ja, genau. Das waren so die Leute, die in der Zeit dazugekommen sind. Luma, würde dir noch jemand einfallen? Also ich habe jetzt KP, Ice, Fast, Schloka, dann dieser, also dann und ich und meine Freunde, die halt immer mal wieder dabei waren, inklusive so David, der vor allem öfter dabei war. Das war so in der 2006 bis 2008 Ära. Ich überlege gerade, aber... Also mir würde jetzt so aus dem Kopf niemand einfallen, der halt mehr als einmal da gewesen wäre. Ja. Also die Ära bis Brawl sozusagen, weil nach Brawl kamen dann halt so diese Dark Ages, wo dann auf einmal voll viele weg waren und so. Ja. Ja, aber wir dann halt auch, also sagen wir mal, passiv durch die Brawler so ein bisschen Zuwachs bekommen haben, weil die dann halt auch hin und wieder mal Melee ausprobieren wollten. Ja, aber in Berlin halt relativ wenig, ne? Das war halt ein Problem immer, dass diese ganzen Berliner Brawler, das kam erst viel später, als Brawl schon wieder scheiße wurde, so in 2011, so, weißt du, als keiner mehr Brawl spielen wollte, waren die so, ja, Melee können wir auch mitspielen, klar, bisschen Melee können wir machen, so, weißt du? Ja, ja, schon, das hat schon ein bisschen gedauert. Ja. Aber ja, gut, okay, das war die Era von der kleinen Community, habe ich sie genannt in meinem Textdokument. Und wir waren, also es war relativ unorganisiert. Wir hatten Weeklies bei Luma erst und dann bei Phil in Oranienburg zu Hause. Ey, Luma, diese Bude bei Phil, das ist ein legendärer Spot für diese Era gewesen. Legendärer Schuppen auf jeden Fall. Übertrieben, ne? Also, Konsti, du warst wahrscheinlich nie da, weil wie auch, aber Phil... Also nicht die Wohnung von Phil in Neukölln, nicht, oder? Die Wohnung in Neukölln, damals noch in Oranienburg. Auf dem Grundstück von seinen Großeltern hatte Phil ein Bungalow. Und darin hat er gewohnt. Was? Und es war so krass, weil wir konnten da so laut sein, wie wir wollten. Da war noch immer, also wenn wir nicht gerade irgendwie Monthlies oder sowas da hatten und Smash-Turniere so, dann war da halt auch immer Partys mit seinen komischen Dorfarzten, Digga. Und da waren ein paar wilde Gestalten dabei, Digga. Wie du dir so Oranienburger Dorfjugend vorstellst, ne? Also da wurde nichts ausgelassen. Wenn du mal irgendeinen Song von Zugezogen Maskulin gehört hast, über früher, Alter, genau so ist das da, Digga. Ey. Also auf jeden Fall. Magisch, aber ne, sehr komisch. Ey, Luma, was wir da für Abende hatten, ne? Immer Rockband gespielt auf diesen Plastikschlagzeugen, Alter. Ich habe immer, hab immer Bass auf sehr leicht gespielt, ja. Naja, aber es war schon. Aber im Endeffekt so viel anders war halt auch das Grinden, außer für Leute wie Mustafa halt einfach nicht, weil du hast halt einfach damals Melee noch nicht so auf dem Level gespielt oder auch spielen müssen. Ja. Oder auch spielen können, weil es halt auch einfach diese Technologie nicht gab, das Wissen nicht gab. Also es war halt einfach, du hast halt einfach im größten Teil halt eher gespielt. Es gab so ein paar Leute, die waren so ein bisschen Tech-Skill-verrückter. Mhm. Größte raus vom Postmasher Tim. Shoutouts. Die halt einfach. Almost Shield Break. Die halt einfach irgendwas stumpf gegrindet haben. Ob es sinnvoll war oder nicht, war zweitrangig, aber sah es cooler aus, ja, das will ich. Ja, voll. So, die anderen,
andere Art von Spieler, die es halt damals gab, waren halt auch einfach die, die halt einfach Gefühl für das Spiel hatten, würde ich sagen. So Leute wie Dancing auch. So Dancing war auch so ein bisschen wie Phil, finde ich so. Der war so sehr intuitiv. Der war halt, der konnte alles eigentlich relativ gut schnell lernen und der musste auch nicht viel üben, um halt so Execution-Sachen hinzubekommen, was man damals halt gebaut hat. Ich wette, das wäre heutzutage auch kaum anders mit so neueren Sachen so. Ne? Der würde wahrscheinlich auch, wenn du ihm sagen würdest, Dings, Pivot Grab ist in der Situation sinnvoll, weil du hast so eine größere Grabbox, würde er sagen, ja, okay, wie funktioniert das so? Und dann würde er es machen, so mäßig, ne? Ja, voll. Und so eine Leute gab es auf jeden Fall. Die waren auch damals so die besten Spieler, abgesehen von Mustafa. Also wir müssen, es ist auch schon eine Era, wenn wir über 2008 hinausgehen, reden wir auch über eine Zeit, in der Mustafa schon mit Abstand der Beste von allen ist. So, ne? Also ab 2009, glaube ich, war der fast ungeschlagen. Da hat, glaube ich, Pascal mal ein Set gewonnen oder KJab oder so. Und das war es dann auch so, ne? Für Ewigkeiten. Und ja. Ich glaube, Pasi hatte nie was gewonnen. Okay, dann war es vielleicht KJab. Aber irgendwo bei einem Turnier in Bayern auf jeden Fall. Bei KJab hatte, glaube ich, mal ein... Entweder Winners gewonnen oder... Ich glaube, Winners hat er gewonnen, aber Grand Final verloren. Oder Grand Final 1 gewonnen und Grand Final 2 verloren. Okay. Wir sind in 2008 sind wir das erste Mal... Bin ich das erste Mal mit euch zusammen auf ein Turnier gefahren, wo ich auch wirklich Aspirations hatte als Spieler, wo wir halt auch schon mehr gegrindet haben. Weil das erste, wo ich mit euch zusammen war, war Smash Fest Leipzig. Da war ich aber so... Ich habe gerade angefangen so, lass gucken, oh ja, ein bisschen Spaß haben, so, ne? Da habe ich noch so Kirby gespielt damals, glaube ich. Weil Kirby mein Main war, weil ich von Pro Smasher Tim ein Match gezogen habe und alle so, oh shit, wer ist dieser sicke Kirby? Und ich so. aber wir sind zu Smash Fest Köln 2 gefahren und da haben wir vorher auch relativ viel gegrindet, Mustafa, du und ich. Und da hatte ich auch voll die Aspirations so. Und das Turnier, da sind wir alle davon ausgegangen, weil du warst ein paar Wochen vorher in Ibbenbüren bei Däumling damals, in Däumlings Garage bei dem Turnier. Und da tauchte Pamaro zum ersten Mal auf. Na, Pamaro ist das erste Mal aufgetaucht, Smash Fest Köln 1, was relativ kurz davor war. True, ja. Wo der einzige, so sagen wir mal, der ein bisschen Namen in der Szene hatte, war Till. Mhm. Oder auch T könnte vielleicht auch noch ein bisschen bekannt sein. Oder auch Tillyboy, oder auch Vegas, ey. Oder auch Gashi, oder auch Gazashi. Oder der Atze, schlechthin. Oder Fox on Ecstasy, oder Hot Dogs on Fire 7. Kann sein, ja. Auf jeden Fall, Pamaro, also das ist halt eigentlich die Story, die sich jemals jeder damals vorgestellt hat. Er geht irgendwie auf ein Turnier und gewinnt halt einfach, weil er war der Beste in seinem Freundeskreis. Ja, und Pamaro war einfach dieser Mensch. Ja, Mann. Und dann war natürlich die große Frage, in Ibbenbüren hattest du gegen Pamaro gewonnen, ne? 2008 im Sommer war das, ne? Ja, zwischen Mai und Juni war das. Okay. Und dann... Du warst der beste Deutsche. Du hast Smash Fest Leipzig gewonnen, du hast Ibbenbüren gewonnen und dann fahren wir zu Smash Fest Köln und du gehst mit der Einstellung ran, ich bin der Beste hier. Ich werde hier gewinnen. Was passiert, Luma? Wir waren ein bisschen sehr gut beim Legion Squad dabei, muss ich leider sagen. Fair, wir waren richtig unangenehm auf dem Turnier. Wir waren richtig unangenehm, oh mein Gott. Ja, und dann hat es fürs Grand Final leider nicht mehr so hundertprozentig gereicht. Es war auch das Turnier, als nachdem wir gesagt haben, wir brauchen eine Regel dafür, wenn jemand zwischen Matches meditieren geht, ne? Ja. Pamaro Stupid Rule danach eingeführt wurde, weil er einfach eine halbe Stunde... Warte. Das war noch davor, das war bei Smash Royale in Freiburg. Ah, okay. Wo ich nicht war. Warum auch? Da war ich halt nicht und KJab war halt der beste platzierende Deutsche. Und das hat mich auch damals wieder angekotzt. Du weißt, ich habe halt einfach in der Zeit alles Deutsche... rasiert so und dann bin ich ein Turnier mal nicht da. KJab gewinnt nicht mal, sondern ist nur der beste Deutsche und dann die Hälfte der Community, oh, KJab ist der Beste. Ja, vor allem die Leute aus NRW haben KJab so richtig, richtig krass gehypt damals. Ja, und halt auf Freiburg und die ganzen... Ja. Jedenfalls sind wir in Köln und... Ja, aber in Köln hat Mustafa schon nicht mehr hier gewohnt. Ja, das kann sein, das müsste ungefähr um den Sommer rum gewesen, weil er ist im Sommer weggezogen wegen der Ausbildung. Genau, und Köln war im Oktober. Genau. Und wir waren alle drei, ich habe mit Mustafa auch geteamt damals, wir waren ja bis zu dem Turnier, vielleicht noch eins mehr, waren wir feste Teammates und wir haben alle drei, du, Mustafa und ich, richtig gut performt. Für dich war es halt scheiße, weil du nicht gewonnen hast, so, aber Mustafa und ich waren übertrieben happy, weil er ist Vierter geworden, er hat so richtig viele gute Leute besiegt. Ich glaube, er ist sogar Dritter geworden. Er hat gegen mich im Winners sogar gewonnen. Glaube ich nochmal.
Er hat gegen Glory, glaube ich, im Losers gewonnen und gegen Pamaro verloren. Oh, es kann sein, dass er, wenn er gegen Pamaro verloren hat, dann kann es sogar sein, dass er Dritter war. Ich glaube nämlich, er war Dritter, weil ich glaube, das war das erste Mal, wo er mich in einem Set besiegt hatte. Aber da war er halt nicht schon kein Berliner mehr, darum hat es nicht gezählt. Ah, das zählt natürlich nicht, das ist fair. Und er hat Arne in Chic Dittos besiegt. Und ja, Mustafa hat bis dahin nur Falco gespielt. Und Arne counterpickt ihn auf Brinstar, weil das war damals die Stage. Und Mustafa so, ja, okay. Und dann hat er Chic genommen und hat Chic Ditto gegen Arne gewonnen. Er hat ihn auch richtig gefickt, Digga. Ich so, was ist hier los? Er hat auch, glaube ich, die rote Chic gespielt, weil es gab halt zwischen mir und Arne immer so ein bisschen. Ja, oder zwischen mir und eigentlich den ganzen Freiburgern. Das war dann später halt nur noch so ein bisschen gespielt, aber es gab halt immer schon so richtig Beef. Ja, voll, das weiß ich auch noch. Und dass er dann halt auch, weil rote Chic war halt immer gleichzusetzen mit Luma, und dass er den halt auch noch dann mit der roten Chic besiegt hat, Arne war danach einfach Soul Crushed. Er hat sich einfach auf die Treppe gesetzt mit seinem Buch und hat einfach gelesen. Er war einfach raus. Oh, gelesen. Er hat einfach gelesen, Dicker. Ach ja. Ja, und ich habe damals auch zwei gute Leute besiegt im Bracket. Ich bin, glaube ich, irgendwie 13. oder so geworden. Das war so meine erste wirklich gute Performance auf einem Turnier. Ich habe gegen Toni gewonnen. Toni, ja. Ich glaube aber erste Runde sogar gegen Glory und dann gegen Toni. Ich habe Glory, glaube ich, 2-0 und dann war ich gegen Toni. Und damals, wir hatten so irre Stages so. Und erstes Match war random. Ich weiß nicht mehr, was für eine Stage das war. Ich weiß auf jeden Fall, dass er mich dann gecounterpickt hat auf Brinstar. Nicht auf Brinstar, auf Conaria, und mich fast geforstockt hat, weil er hat mich gecirclecapped mit Fox, er war auf Conaria, er hat einfach Laser geschossen, wenn ich zu ihm bin, ist er über mich drüber gesprungen und ist auf die andere Seite gerannt. Ich so, Digga, was machen wir hier? Das Match ging 6 Minuten und ich spring jetzt runter, ist mir zu dumm, Alter, was machen wir hier so, ne? Und dann habe ich ihn, da stand es 1-1, das weiß ich noch, und dann bin ich auf Fountain gegangen. Und Foxes damals wussten wirklich überhaupt nicht, was auf Fountain abgeht. Die sind in jeden Scheiß reingesprungen. Und ich habe halt Peach gespielt. Das war sehr, sehr sinnvoll für mich, Fountain zu nehmen, weil ich weiß genau, er kommt jetzt so und stickt den Flick nach unten so, ne? Und dann habe ich ihn 4 Stocks zu 1 und er macht fast noch das Comeback, weil er wirklich ein viel besserer Spieler war. Weißt du? Er hat so richtig dann die Jets abgeturnt und ich war so, oh shit, okay, alles klar, jetzt geht's aber hier mal los. Und hab dann aber noch das Match gewonnen und dann war ich so, krass, ich habe gerade 2 richtig gute Spieler hintereinander besiegt, so, ne? Und dann habe ich gegen Dancing verloren und dann habe ich im Losers gegen Glory verloren. Das war ein ganz merkwürdiges Bracket. Weil den ich in der ersten Runde besiegt habe, den hatte ich sofort im Losers. Das ist doch weird. So funktioniert ja, kein das, Bracket. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Ja, und das war halt sehr merkwürdig. Und da, original, ich weiß noch genau, Glory kam dann so an. Also, ich meine so, ja, GGs und bla bla. Ich so, ja, du hast einfach viel besser gespielt diesmal. Und er so, no Johns. Ich so, Nee, du hast gerade besser gespielt. Ich wollte nur sagen, du hast einfach viel besser gespielt gerade. Als vorhin und auch als ich. So, ne? Und er so, ich habe gesagt, no Johns. Ich so, okay, Digga, alles klar. Das ist sehr weird. Smasher Ego ist auch die merkwürdigste Sache. Aber eine witzige Sache, die hier auch im Chat schon ein bisschen angesprochen wurde. Ich kenne es so ein bisschen, aber weiß denn jemand, kann jemand die Geschichte, will jemand die Geschichte erzählen, wie Pamaro Stupid Rule entstanden ist? Okay, Luma, wir haben dich hier als Historiker eingeladen. Als Zeitzeuge vielleicht sogar. Sehr gerne. Also ich war leider nicht auf dem Turnier dabei. Das war halt, wie gesagt, Smash Royale 2008 in Freiburg, wo halt einige gute deutsche Spieler dabei waren, aber Smash auch unter Royale anderem... Royal Flush? Genau. Gab's Dusan damals schon in Deutschland? Nee, oder? Der kam später. Ich glaube, der kam 2010 oder so. Ich glaube, der kam später. Ich glaube, er kam leicht später. Okay. Ja, auf jeden Fall. Es waren aber auch halt ein paar von den besseren Franzosen dabei, wie zum Beispiel JD, Joanna Dark, aber auch Vaxxon. Was Pamaro jetzt gemacht hat, was damals in keiner Regel festgeschrieben war, war sich zwischen den Matches bei seinem Counterpick ein bisschen viel Zeit zu lassen. Mit ein bisschen viel Zeit meine ich wirklich mehrere Minuten. Was Pamaro aber eigentlich in der Zeit gemacht hat, war sich zu überlegen, wo er denn gleich sich sein Mittagessen holen soll. Er wollte halt einfach nur, weil er halt gerade das Match verloren hatte, einfach komplett den Wind rausnehmen, einfach seinen Gegner kein Momentum aufbauen lassen und hat darum halt einfach da 3-4 Minuten gechillt. Einfach deutsche Wizrobe, Dicker, ganz ehrlich.
Er ist ja nicht mehr weggegangen, um aufs Klo zu gehen. Er saß halt einfach trotzdem weiter auf diesem Stuhl und hat halt einfach so getan, als würde er jetzt überlegen, als ob sein Leben darauf einfach jetzt davon abhängen würde, welche Stage er nimmt, sondern er saß halt einfach nur da mit dem Controller in der Hand, hat überlegt so, gleich ein Döner. Hat denn doch geklappt? Er saß auch wirklich immer so da, so. Er hat immer so richtig, also wie ein Philosoph, wie so eine Marmorstatue aus dem antiken Griechenland, saß er da immer so. Und ja, zu der Frage, es hat funktioniert, er hat JD besiegt. er hat Baxon hat er besiegt. Ja. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass wir danach im Backroom die Pamaro Stupid Rule einführen mussten, weil ja, wir fanden, das war vielleicht auch ein bisschen viel. Bisschen drüber. Ich glaube, wir haben gesagt 90 Sekunden. Ab 90 Sekunden darf man callen, so. Ich glaube, wir hatten erst eine Minute gesagt. Ja, ich glaube, das haben wir irgendwann aber verändert, glaube ich, mit der Minute, weil dann ist auch vielleicht so, ich muss mal pinkeln oder sowas und dann theoretisch fiele das unter die Regel, deswegen ist das so, ja. Ja, aber so in dem Dreh haben wir dann auf jeden Fall gesagt, okay, so, das funktioniert nicht, Jungs. Da müssen wir was machen. Wir derailen gerade ein bisschen. Ja. Wir sind mit den Dark Ages ja over. Die Stunde ist jetzt theoretisch erreicht, würde ich sagen. In etwa knappe Stunde haben wir jetzt so in etwa gequatscht. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr da jetzt dazu steht, weiterzumachen. Meinst du, wir kriegen da mal eine halbe Stunde hin oder ist das ein guter Punkt, für heute Schluss zu machen, Dennis? Also, wir können... Ja, wir haben die ersten beiden Errors sozusagen abgehandelt, die ich so aufgeschrieben hatte. Genau, wir sind jetzt bei dem Punkt, Mustafa hat angefangen, Mustafa wird besser, Mustafa wird der Beste, Mustafa ist der beste Spieler Deutschlands. Alle anderen in Berlin weinen. Und Mustafa ist weg jetzt auch. Ja. Deswegen ist Mustafa ab jetzt auch nicht mehr relevant in dieser Geschichte eigentlich. Ja, also man muss halt auch sagen, die Dark Ages kamen halt da zustande. Mustafa ist halt weggezogen, Sloka ist dann wieder weggezogen, weil er halt hier fertig war mit seinem Semester. Ja. Phil ist dann halt mehr und mehr, dann haben halt irgendwann die Weeklies aufgehört oder die Monthlies. Und Phil ist dann halt auch weniger so schon verschwunden. Fast hat sich auch nicht mehr getraut, weil langsam halt irgendwie jeder gemerkt hat, dass er halt eigentlich nur Scheiße erzählt und ihn eigentlich auch keiner mochte. Boah, okay. Oh, ja, shit. Ich wollte ja auf einer positiven Note bleiben eigentlich, aber... Nein, aber es ist schon richtig so. Also ich glaube, Länder, los geht's. Ich erinnere mich wirklich an niemanden, der gesagt hat, ja, Mann, geil, das Fast da. Es war halt immer ein bisschen unangenehme Atmosphäre, weil er war so übertrieben heavily competitive, aber er war auch nicht gut und er war auch immer richtig sauer. So, das war so ganz komische Atmosphäre auf jeden Fall. Man kennt es ja, das ist ja dann 2016 nochmal passiert. Eben. Genau, du hast es ja auch dann auch noch miterleben dürfen. Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Im Endeffekt waren es dann eine Zeit lang eigentlich nur Dennis und ich. Ja. Und Phil ab und zu, also KP-Phil, der war halt auch ab und zu noch da. Ja, stimmt. Ihn konnten wir aber leider halt auch nie so richtig zum Smasher machen. So. Leider nicht. Bei dem ist das so ärgerlich, weil der halt so, der hat so ein gutes Gespür dafür, so keine Ahnung, für das Spiel als solches. Der ist so ein bisschen wie PS-Phil, so, was so Gaming angeht. Einfach, der versteht es einfach, so, weißt du? Voll ärgerlich, dass der nie viel grinden wollte. Nach wie vor ärgerlich, Dicker. Er soll sich mal Zeit nehmen, es reicht. Weißt du, wie viele Sets Phil gespielt hat, wenn wir bei O-Smash oder wenn wir irgendwo außerhalb waren und er voll viele 2-1 Sets verloren hat in Last Hit gegen so irgendwelche viel besseren Spieler, weil er einfach so clever war, so. Ich hasse sowas. Wenn so Leute dann einfach die Execution nicht drauf haben, um das dann durchzuziehen am Ende. Gegen, weiß ich nicht, Alter, gegen Benny hatte er so Sets, gegen Wuschel, gegen so alle, also gegen voll viele, die viel besser waren als er. Immer ärgerlich. Aber das ist ja auch ein Ding, was sich sehr durch Smash-Communities durchzieht. So. Ja. Das sind Leute, die kommen und gehen und einige von denen, die halt voll Potenzial haben und dann irgendwie doch nicht die Motivation haben. Mhm. Aber ja, das ist dann wahrscheinlich eine Sache, wo wir dann wahrscheinlich dann am nächsten Mal drüber reden. Genau. Was kommt als nächstes? Fängt dann bald das Meltdown an? Oder was passiert als nächstes da? Kommt die so 2009 bis 2013 Era, bis zum Meltdown. Also die nächste Era ist so, also die habe ich Dark Ages genannt. Weil da halt so, ist Brawl langsam wieder kleiner geworden in der Zeit, sodass die ganzen Brawl-Spieler angefangen haben, mehr Melee zu spielen. Da ist dann auch Phil, also Perfect Shadow Phil, wieder mehr aktiv geworden, weil er dann in einer neuen Wohnung in Neukölln angefangen hat, wieder, ich glaube, alle 2 Monate Turnier zu organisieren, nämlich die Schattenspiele Monthlies. Weil er Perfect Shadow heißt, verstehen Sie?
XD in den Chat, Alter. Und ja, das wäre so die nächste Era. Da kamen dann voll viele von diesen Brawl-Spielern dazu. Und auch voll viele Leute, die wir heute halt noch in unserer Community haben. Wie zum Beispiel Fabio oder Victor. Ja, Fabio, Victor. Gut, nicht jetzt ganz in der Community, aber SpikeCube. Ja, genau. Solid Smoke, Gale, der jetzt wieder da ist. True. Also ja, LOLfighter und Hebi kamen zu der Zeit dazu. Also es waren wirklich, da kamen einige Legenden. Aber waren wilde Jahre. Das waren wilde Jahre damals in Neukölln. Aber ja, dazu würde ich sagen, nächste Woche mehr. Ich würde sagen, wir haben den History-Aspekt erstmal abgehandelt für heute. Und was machen wir jetzt nächstes, Konsti? Ich hätte jetzt überlegt, weil wir haben ja gerade Weihnachtszeit, ne? Mhm. Man kennt. Mhm. Es ist kalt. Die eine Sache, die du. Warte, Moment, ich bin gleich. Nein, oh mein Gott, ich habe mich verklickt! Ach, Mann! Ja, löschen. Ich bin gleich für dich da, Konsti, keine Sorge, du kannst mich gleich wieder. Warte. Und da sind wir schon wieder, da sind wir schon wieder. Fuck. Wie viel von meiner tollen Anmoderation hat man jetzt nicht gehört? Wir haben nichts von einer tollen Anmoderation gehört, Konsti. Ich möchte sie nochmal hören, weil sie so ich toll ist. Ich fange nochmal von vorne an. Es gibt ja hier jetzt gerade ne, Winter, kalte Zeit. Man hat nur eine Sache, auf die man am Morgen wirklich vorausschaut. Und das ist ja hier an seinen Adventskalender zu gehen und jeden Morgen ein neues Türchen zu öffnen. Und dann ist was Schönes dort mit drin. Genau das machen wir gerade als Berliner Smash-Community, beziehungsweise was heißt ihr, das machen, ich glaube, Jonas, also Olong und Juggle, glaube ich. Michele macht das, glaube ich, allein. Michele, so, ja. Glaube ich, so deren Projekt ein bisschen. Auf jeden Fall werden gerade täglich auf twitter.com/BerlinSmash, glaube ich, Adventskalender-Türchen von Berlin-Community-Membern gepostet, wie zum Beispiel diesem ersten hier, von Dennis mit ein paar ornamentalen Weihnachtsfigürchen. Ich wurde etwas dekoriert auf jeden Fall, ja. Ey, du hast sogar so kleine Sternchen auf dem Kopf, ey, super. Ey, klasse, super. Ich bin, glaube ich, der Weihnachtsbaum hier an der Stelle, weil ich das Sternchen habe, logischerweise. Und da schreibt Michele dazu, ho, ho, ho. Es ist soweit, im ganzen Lande gehen die ersten Türchen auf. Und wer besser hinter Tür 1 als der jüngste Ulrich, der thickeste Schlong. Und der Jennix de Prenzelberg, eine frohe Adventszeit wünschen dir allen eure Berliner Smash-Atzen. Danke, Michele. So nämlich. Ey. Das war das erste Türchen. Wir sind jetzt aber schon beim 16. Türchen angekommen. Also wir können ja mal. Wir spielen hier mal ein bisschen durch, glaube ich. Wir haben hier Alex zum Beispiel, Baumwolle 8, Bannwobble 8, oh, Animal darf Rights. Ich lesen? Bitte. Ey, oh mein Gott, er ist ein kleines Rentier. Mhm. Weil er liebt Tiere. Eben. Wunderschönen guten Morgen. Es kann eigentlich keine wunderschönere Überraschung geben, als Baumwolle 8 hinter Türchen 2 zu finden. Nur das Beste vom Advent wünschen dir und allen anderen eure Jedo-Ritter. Juggle. Und wir sehen hier. Was hat er da um die Schultern? Soll das so das Gestell sein, das Geschirr? Ja, wahrscheinlich. Daran ist er dann an den Dings festgebunden. An den. Wie heißt denn das? Schlitten. Ja. Schlitten. So, hier Ergebnisse, die uns nicht interessieren. Türchen Nummer 3, wer ist das denn? Wer war da? Das ist Marley. Ey, ganz neuer Spieler. Ja. Aber zudem, ursprünglich Colorado Smasher, der war vor Jahren aber schon mal in Berlin. Voll, ja. Zeit. Ich erinnere mich auch daran, dass er schon mal hier war. Und jetzt ist er hier auf Dauer und ein kleiner Name-Taker geworden, würde ich sagen. Er hat diesen einen Maxi-W. Ja, den Maxi W hat, glaube ich, auch schon ein, zwei andere Leute besiegt. So. Na, schau mal einer an, der Marley, hey, Alter. Wir sehen hier auf jeden Fall was an. Willst du lesen? Wie toppt man das beste Jedo der letzten 100 Wochen? Noch einen Tag danach. Klar, mit ein bisschen Newcomer Marley hinter Tür 3.
It's a Christmas miracle to have you and the snowy climbers on board. Frohe Adventszeit. Ölgel. Und er sieht hier, was haben wir da? So eine kleine Mütze und eine Fliege, der kleine Boy. Ah, er ist ein Schneemann vielleicht. Oh. Wie hier so den. Vielleicht aber, hat er das gemacht. Aber da müsst ihr ja so eine Karottennase haben. Auch, ne? Ja, fair. Aber er ist wirklich einfach nur so ein eingepacktes Kind. Er ist ein Newcomer, er ist auch neu in der Welt einfach. Er ist ein Baby, auf der Art. Er ist ein Baby, klar. Okay. Ey, oh, hier, Luma, das. Willst du noch vorlesen? Luma, willst du vielleicht das Jedo 100-Bild vorlesen, was jetzt nichts mit dem Adventskalender zu tun hat, aber sehr schön ist? Nee, das ist auch hier. Dass jeder ein. Ah, ich wollte noch kurz sagen, also ich würde schon sagen, er ist wahrscheinlich doch ein Schneemann, aber natürlich sieht man halt die Karottennase nicht, weil er seine Maske richtig trägt. Korrekt. Marley ist ein sehr korrekter junger Maskenträger und die Karottennase darunter versteckt. Ja, lese ich doch sehr gerne vor, natürlich. Okay. Ich scroll wieder hoch. Ja, das wäre süß. Ich glaube, der Stream hängt ein bisschen hinterher, darum. Es können nur 30 Sekunden sein, die wir überbrücken müssen oder so. Ja, ich glaube, die kriegen wir schon irgendwie tot, oder? Denke auch. Oh, da sind sie schon vorbei. Mann, war das eine schöne Zeit. Jawollo! So, könnt ihr es fassen? Ich ja noch nicht. Wir waren gestern den 100. Donnerstag seit Schließung des Meltdowns zusammen und haben competed. 100 Jahre Jedo, wenn ihr so wollt. 20 Teilnehmer und ein paar illustre Gäste haben zu 2G-Bedingungen die Ehre gegeben. Beispielhaft. Übrigens, kleine Hintergrundinformation dazu. Ich habe in diesem Bild gesquattet. Ich bin nicht wirklich so klein. Das war der schwierigste Squat meines Lebens, weil er wirklich halt so 3 Minuten gedauert hat. Oder? Oh ja, wir haben einige Fotos geschossen. Luma, kannst du bitte ab jetzt alles in unserem Leben vorlesen? Nein. Okay, schade. Ich hätte es mir gewünscht. Aber könnt ihr, ich als Ur-Berliner, habe vielleicht doch das ein oder andere Problem, besonders mit der Maske da, alle zu erkennen. Könnt ihr vielleicht mal eine kleine Vorstellung machen? Ja, gehen wir runter wieder. Na klar. Achso, auf dem Bild. Ja, okay, natürlich. Okay, na selbstverständlich. Pass auf. Wir haben hier am Squatten, stark am Squat, seit 3 Minuten lang die Oberschenkel und auch den Glutes trainierenderweise, Kobobi. Das bin ich. Hier ist der Ur-Berliner Niki, ein relativ solider Fox-Spieler, hat aber auch ganz anständige Ice-Climbers. Hier Anni, sie spielt Fox auf der Box und hat ein Herz für jeden Controller. Und sie zerscheißt Ophis. Einmal. Hier ist Marius, auch bekannt als Strawstream. Er wohnt in einem Zimmer, das nicht Consti bewohnt, aber einst bewohnt hat. Links dahinter auf seiner Schulter ist Heide. Heide hat in ihrem Leben 2-mal einen Controller in der Hand gehabt, aber sehr, sehr oft ein Sterni und auch sehr oft das Mikrofon beim Weekly in den letzten 2-3 Monaten und tut sich sichtlich erfreut am Commentary. Hier hinten, halb abgeschnitten, unser neuestes Community-Mitglied Niklas, Downgrade Falco, er spielt Fox, also ist ein Downgrade Falco, sagt er. Er hat, ich glaube, eine kleine Doku oder was gedreht beim 100. Jedo. Er will auf jeden Fall irgendwie so eine Art Content-Piece aus dem 100. Jedo machen. Ja, das gibt so, es gibt ja irgendwie so ein Podcast, glaube ich, war das oder so, von den halt Amis-Märschern, die halt wollten, dass jede Community so ihre Weeklies vorstellt. Aha. Und dafür war das, glaube ich. Bin mal gespannt, was es wird. Voll. Dann haben wir hier, das ist Microsoft Office, wenn mich nicht alles täuscht. In den ich gerade kreise. Pummeluff-Spieler, aber auch Young Link, aber auch alle anderen Charaktere. Hauptsache keine Spaceys, das ist ihm wichtig. Das hier, ist das Kevin oder Brian? Also mit Maske ist schwer. Mit Maske echt schwer. ich würde sagen Brian. Ich glaube, Kevin hat immer ein bisschen kürzere Haare. Ah, okay. Glaube ich zumindest. Also Brian und Kevin sind die Gebrüder Texas. Die Gebrüder Vsauce, die sehen ein bisschen aus wie der Vsauce-Typ halt. Hey, Vsauce, Michael hier. Und die sind, keine Ahnung, seit 2 Jahren ungefähr in Berlin. Die sind hergekommen, weil sie mit ihrer Band Musikgeschichte schreiben wollten. Und ich glaube, sie haben den Traum an den Nagel gehängt und machen jetzt andere Sachen. Sind aber immer noch hier. Und machen immer noch Musik, ja. Machen auch noch Musik. Aber außerdem, ich glaube, die sind doch deutlich länger da als 2 Jahre. Weil oh, ja? Also vor 2 Jahren war ja, wo ich
weggereist bin und ich, da waren die schon ein paar Jahre da. Waren die im Meltdown auch schon? Weil ich hätte jetzt gesagt, die waren auf jeden Fall noch nicht im Meltdown da. Unsicher, aber das Yedo besteht ja schon seit 3 Jahren. Naja, also die sind auf jeden Fall Yedo OGs. Das stimmt. Hier dahinter mit den V-förmigen Victory-Armen in der Luft ist Jan. Ich glaube, das ist Schiller Gümmes. Das ist Schiller Gümmes Atze Jan, auch bekannt als Third. Wird selten Dritter, aber befindet sich auf einem guten Weg dahin. Ja, Charlottenburger Urgestein, in Konstis Schule gewesen. Konsti hat damals einen Röhrenfernseher und einen Gamecube mitgebracht ins Oberstufenzentrum und dann hat er gesagt... Er hat den Röhrenfernseher schon da. Ah, okay. Und dann hat er gesagt, hä, das ist voll geil, das will ich auch. Und dann ist er so zwei, drei Jahre später, glaube ich, aufgetaucht. Oder? Ja. Okay. Also hier vorne im Vordergrund ist Jonas, das Herzstück dieser Community, Olong, auch bekannt als Dortimus51. Der Mann, der diesen Twitter-Account schmeißt und den Stream schmeißt und den Stream jede Woche besser macht und wirklich, oh mein Gott, wie unfassbar dieser Stream mittlerweile aussieht. Dagegen ist das, was wir hier veranstalten, wirklich Kindertheater. Dahinter, halb verdeckt, ist auch, also Luma wird ihn kennen, es ist auch ein Urgestein der, ich sag mal, der Meltdown-Error, wenn du so, ich glaube der Meltdown-Error, es ist Iffy, yeah. Michael. Von, ja, auf jeden Fall Meltdown-Error. Einer von den Schwiffies, die Hälfte der Schwiffies. Ein weniger motivierter Foxmane, in letzter Zeit wirklich weniger motiviert, der war auf jeden Fall schon mal heißer auf dem Grind, aber schön, dass er bei Yedo 100 dazugekommen ist und vielleicht hat er wieder ein bisschen mehr Blut geleckt. Ich habe ja immer gern mit Michael gespielt. Ey, voll. Daneben rechts haben wir Baumwolle 8, auch bekannt als Bannwobble 8, auch bekannt als Animal Rights. Alex, der größte Mann der Welt, an dem Tag, glaube ich, hatte er an dem Tag Geburtstag? Ja. Stimmt. Ja, er hatte an dem Tag Geburtstag. Das war sein Geburtstag und er hat ganz viele Donuts mitgebracht. Ja, Mann, ich habe keinen davon gegessen. Es ist so peinlich, Digga. Ich habe keinen gegessen. Ich habe einen aus Respekt gegessen, aber eigentlich mag ich Donuts gar nicht. Aber immerhin den Respekt-Donuts gab es. Ja, den Respekt-Donut muss man geben. Davor haben wir Geldjunge, auch bekannt als Geldmann. Bekannt als Corvin. Auch bekannt als Paule. Der Mann von die besten Kombos. Der einzige andere Prenzlberg-Representer bei diesen Turnieren. Steht direkt hinter mir. Ich bin auch Prenzlberg. Wir sind die Prenzlberg-Crew. 104. Er wohnt hier direkt um die Ecke. Er wohnt buchstäblich eine Straße weiter. Und ja, absoluter Homie. Der gestörteste Fox diesseits von irgendwas. Er ist der junge Mango. Wir haben ihn beim Yedo 100 Weekly nur mit Falco gesehen. Und er hat auch die gestörteste Scheiße abgezogen wieder. Also ja, der Typ irr. Hinter ihm rechts ist Michele Juggle, der diesen Adventskalender schmeißt, den wir hier machen, den wir hier euch zeigen, wenn wir euch nicht gerade dieses Bild erklären. Übrigens der Neuzeit-beste Casual aller Zeiten gewesen. Oh ja, Michele war auch ein ziemlicher Casual, ja. Da gibt es ja eine Geschichte, wo Fabio und ich mal im Meltdown waren und dann einfach mit so zwei Typen da, die sind Doubles gespielt haben. Stimmt. Und die haben uns zerschützen, so. Geil. Dann war da irgendwann 2 Jahre später nochmal da und ich war so, ey, das ist doch der beste Casual aller Zeiten und ja. Er ist es immer noch. Er ist immer noch ziemlich casual. Aber auch der Beste. Ey, wir haben glaube ich, bei Yedo 100 oder bei Yedo 99 gegeneinander gespielt. Und ich war so, beim ersten Match war ich so, ah krass, er ist viel besser als ich dachte. Heute im Online-Weekly hat er auch Alex besiegt. Stimmt, ja. Vierter geworden. Ja. Also, ne, und er bewegt sich auch deutlich besser als damals, also vielleicht. Voll. Kommt dann mal ein großer Durchbruch. Ich war richtig verwundert, dass er so viel besser, ich so, krass, ich habe glaube ich, seit 2 Jahren nicht gegen dich gespielt. Du bist viel besser, als ich gedacht hatte, so, ne. Er so, oh, ja. Dankeschön. Er ist gar kein Shitter mehr so. Er ist kein Shitter mehr. Rechts von ihm, da muss Numa mir mal helfen. Ich weiß nicht, wann er dazugekommen ist, ob es im Meltdown war oder ob es noch davor ich war. Weiß es. Banane Marmelade. Banane Meltdown. 100%. Meltdown? Okay. Banane Marmelade ist Meltdown, der ist so ein paar Monate nach mir gekommen, so vielleicht ein halbes Jahr oder so. Erstes Turnier war, glaube ich, also erstes großes Turnier war TSU irgendeins. Ja. 2 oder 3 oder so, das eine, wo ich halt war. Weil das weiß ich noch ziemlich genau, weil da habe ich gegen ihn verloren, als ich so 2, 3 Monate dabei war. Ja. So ein TSU im Sommer muss das gewesen sein. Ja, ich erinnere mich wieder an das Turnier. Ich weiß genau, dass ich, wie, ja. Und da bin ich halt hingegangen und da waren 2 Kumpels von meiner Schule, hätten da sein sollen. Am Ende war nur einer da. Und, weil die halt so voll so ein bisschen, ich habe sie ein bisschen beeindrucken wollen damit und dann habe ich mit dem einen Kumpel, mit Malek, einfach getied im Placing, weil ich gegen Kuba und gegen Oh.
Ey, stimmt, ich erinnere mich noch daran, dass wir Banane, ich habe das erste Mal ihn spielen sehen, als er on Stream war und wir kommentiert haben. Und er hat gegen Khan gespielt und ich so, und das ist offenbar der Spieler Banane Marmelade. Und er war dann gar nicht so schlecht. Wir so, oh shit, okay, er macht ganz nice Sachen. Der, hatte ja auch, der war dann eine Zeit lang so ein bisschen Bane von meiner Existenz. Ah. Aber er hat mir beigebracht, das kommt später noch. Okay, also das kommt noch später, genau. Das ist auf jeden Fall Banane Marmelade. Er hat auf jeden Fall ein kleiner Teaser hier, ja? Ja, ja. Hey, Leute, nächste Woche wird spannend. Banane ist inzwischen Samus Main geworden. Er war eigentlich Marth Main. Und ich glaube, sein größter Claim to Fame ist, dass er mal gegen Luca gewonnen hat. Stimmt, ja. Gegen Anna Wobel, auch bekannt als, ehemals bekannt als Fat Man Spam. Vor ihm steht ein weiterer Eisleimer-Spieler, nämlich Marley. Wir haben gerade schon ausführlich über ihn gesprochen. Aus Colorado, meinst du? Mit dem Colorado Tiger immer. Ah, okay. Rechts von ihm ist Ace. Der war das erste Mal bei dem Weekly. Es war genau das 100. direkt. Der kommt aus Kolumbien. Okay. Kolumbien. Ich war deswegen verwirrt. Ich wusste Lateinamerika, aber ich wusste nicht genau wo, weil er spielt Luigi. Also war klar, er kommt aus Lateinamerika. Ja. Ja. Hier etwas verschmitzt. Er hat auch selbst so gesagt. Ja, voll, hat er auch. Hier etwas verschmitzt, hinter der Kante versteckt sich Frozen Light 1337, auch bekannt als Lil Fruzy, der Zwillingsbruder von Tom Sunny. Ein sehr, sehr, also ein ehemaliger deutscher Topspieler, der jetzt auf dem Weg zurück an die Spitze ist. Mit einem hervorragenden Fox auf der Box. Und hier bin ich, mich haben wir den ganzen Abend gesehen, ich denke, wir brauchen nicht mehr viel sagen. Ich habe denselben Pullover an, ihr habt mich erkannt. Ich spiele Peach. Anyway! Das war ein ganz schöner, haben wir ganz schön ausgeholt hier gerade. Voll. Luma wollte wissen, wer die sind. Hier, guck mal. Ah, guck mal, das war doch Brian. Ja, hast recht. Der Adventskalender am 4. Dezember, um der Serie chilliger Atzen aus den Staaten treu zu bleiben, hier Tür 4 mit einem wahren Goldstück. Shoutouts Brian, alles Liebe und eine frohe Adventszeit an dich und alle anderen Juggler. Ja, der ist ein kleiner Engel. Er ist ein kleiner Engel, was er ja auch ist. Dann lassen wir mal rein. Das ist auch im Schnelldurchlauf. Ich bin dran mit dem nächsten. Okay. Wer ist das denn? Mal sehen. Ah, ich sehe es noch nicht. Oh mein Gott, das ist Banane Marmelade. Ist ein kleines, ist er ein Rentier nochmal? Ja, sieht so aus. Ja, nochmal so ein Rentier mit so einem Lätzchen oder so. Mhm. Nicht zu empfehlen als Aufstrich. Dafür umso grandioser als Weekly Regular zu genießen. Für 5 Very Own Banane Marmelade. Alles Liebe und eine frohe Adventszeit wünschen dir und allen anderen eure Berlin Smash-Arzten. Voll nice. Ich liebe es, dass ist so, ich glaube, ich hab das gemacht. Ich hab die Community gegaslightet. Der heißt nicht Banane Marmelade, ne? Weißt du das? Der heißt ich Banane. Banana Marmelade. Stimmt. Und original bei dem ersten Mal, als er on Stream gespielt hat, bei seinem ersten Turnier, hab ich Banane Marmelade gelesen und hab ihn damals, also ab da nur noch so genannt. Und es steht immer Banane Marmelade da, aber ich glaube, niemals hat ihn jemand so genannt. Ja, ich glaub, jemand, ja. Aber vor allem auch sehr witzig eigentlich, weil es gibt ja so ein paar Leute, die so einfach geworden sind. So wie, du hast mit Khan das genau dasselbe gemacht. Ja, weil Khan die beschissenste Handschrift der Welt hat und da stand Squittendorf. Das kann mir keiner erzählen. Da stand Squittendorf. Aber bei Khan weiß halt jeder, dass das Squittendorf heißt. So. Nein, am Anfang war das nicht so. Wir dachten monatelang, er hieß Squittendorf. Wir haben ihn auch immer so ins Bracket eingetragen. Wir wussten dann, ah ja, er ist da und dann haben wir ihn so, weil beim ersten Mal war seine Handschrift so dermaßen scheiße, dass wir dachten, da steht Squittendorf. Und dann haben wir ihn immer so eingetragen. Ey, guck mal, da bin ich. Ey, Tür Nummer 6, der 6. Dezember. Heute feiern wir nicht nur St. Nikolaus, den heiligen Seefahrer und den Heiligen der Seefahrer und Kinder, sondern auch Kobobi, den Heiligen der Weekly-Suchenden und der Matchpausierer. Möge deine und aller andere Adventszeit so froh und schön sein wie du selbst. Und du bist ein kleiner König! Ich habe eine wichtige Frage. Was für eine Farbe hat dieser Pulli? Beige. Das fuckt mich nämlich auch richtig ab, weil ich sehe dieses Bild, ich bin so, ich besitze keinen Pulli, der so aussieht. Ist der weiß oder was? Es stellt sich raus, es ist ein grauer Pulli gewesen. Geil. Ich weiß nicht wieso, aber aus irgendeinem Grund sieht er in dem Licht beige aus. Krass. Luma, willst du das nächste Türchen vorlesen vielleicht? Na, sehr gerne doch. Na, los. Sobald sich das Türchen bei mir auch geöffnet hat. Ja, den liebt der Lag ein bisschen. Ja, ich bin ja auch ein bisschen älter, so da dauert das ein bisschen länger. Das stimmt. Da haben wir das. Die erste Dezemberwoche ist um und es wird kühl draußen. Doch nicht annähernd so eiskalt wie der... Sorry.
Quadlupin ist tödlicher Fuchs. Wir wünschen dir Reue und Gnade für deine Gräueltaten in-game und alles Frohe und Schöne in der restlichen Adventszeit. Alter, wie gut sind denn diese Texte? Ey, ich schwöre, ne? Michaela hat sich nicht aus dem Heck geleiert. Ich hab sonst immer nur so drüber geguckt, so okay, ja, okay, wieder gutes Türchen so, aber jetzt so die Texte sich nochmal so anzugucken und dann jeden Tag so einen rauszuhauen. Anni ist übrigens kein sehr obedient Schneemann, wie es scheint, weil ihre Nase hängt raus. Die Nase guckt raus, ja. Ist mir auch aufgefallen, Da müssen wir schon mal ein bisschen rügen, glaube ich. Rüge. Beauty. Oh, hier haben wir jetzt Kevin. Oh mein Gott. Was? Das Bild ist so geil. Wart ihr artig dieses Jahr? Ihr werdet es herausfinden, wenn Bov Target eure Options genauer unter die Lupe nimmt. Egal, ob wir Geschenke oder die Route kriegen, wünschen wir dir und allen anderen eine frohe Adventszeit. Und da sehen wir ihn, Bov Target, Kevin aus Texas, mit den unfassbar weihnachtsmännischen Augenbrauen und einem Sack voller Geschenke auf dem Rücken. Ein Sack? Ein Sack? Ausrufezeichen Sapf in den Chat, Alter. Ausrufezeichen Sapf in den Chat. Okay, der nächste, ein bisschen kurz geraten. Du bist wieder dran. Der nächste ist ein bisschen knackiger. Oh, Lichterkette um Kopf für mehr Erleuchtung. Smart, sage ich. Uns allen einen frohen Advent und wir sehen Michele Juggle mit einer Lichterkette um Kopf. Und einem Schal um Hals, weil man will sich ja auch nichts wegholen. Weil es ist auch kalt. Und wir sind in Charlottenburg. Wir sind in Charlotten. Oh Gott, Dennis, Alter. Bruder. Das nächste Türchen. Auch das kleinste eingefrorene Licht kann einen maximalen Eindruck hinterlassen. Sowohl im Game. Sowohl im Game als auch in unseren Herzen. Frohe Adventszeit wünschen wir dir und allen anderen. Das ist Frozen Light 1337, auch bekannt als Lilfruzy. LFRZ 808. Zurzeit der beste Boxer in Berlin. Wirklich, ja. Und er ist ein Elf, er ist ein Weihnachtself. Er hat so Elfenöhrchen und so eine Halskrause, so eine sternförmige. Na, schaut's mal an. Die Halskrause ist so verrückt. Voll geil. Als nächstes sehen wir, Luma, übernehmen Sie. Sehr gerne. Geben Sie mir einen Moment. Mit mehr Mains als ein ganzes Crew-Battle und mehr Items als im Berlin-Smash-Match-Shop bringt uns Ofis nicht nur regelmäßig Begeisterung in-game, sondern auch so jeden Donnerstag. Frohe Adventszeit. Ja, Mann, Microsoft Ofis, Alter. Da ist er nämlich. Der Kobold auch wieder. Einfach geil. Was hat denn der für ein... Er hat auch so eine Nase? Ist er ein Vogel? Nee, das sind kleine Öhrchen. Guck mal, auf der anderen Seite sind auch nochmal welche. Ah, das sind Öhrchen. Ich hab auch gerade gesehen, er ist halt so der Grinch quasi oder sowas. Okay, nice. Er ist auch manchmal ein bisschen grinchig unterwegs. Kann man sagen. Ja, das stimmt. Guck mal, am 12. wurde vergessen, am 13. wurde dann hingegen doppelt nachgelegt. Wir haben hier zwei Türchen. Und zwar, ich werde es mal machen. Aber kurz, ganz ehrlich, das ist doch auch eigentlich relativ normal im Leben eines jeden Adventskalenders, dass mal einfach ein Türchen vergessen wurde und dann halt am nächsten Tag gedoppelt wird. Nummer, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe meins heute auch noch nicht aufgemacht. Also bei mir ist der 16. noch zu. Ich habe diesen Porridge-Adventskalender, ich habe nach 3 Tagen aufgegeben. Oh mein Gott, Ovis ist im Chat und er hat einen neuen Namen. Er heißt jetzt Siffo. Ich, der Grinch? Niemals. Das ist genau, was der Grinch sagt. Ich gehe mal kurz zu meinem Adventskalender. Ich habe die Schnauze voll davon, dass diese 16 hier verschlossen vor mir steht. Nein. Ich sage nein. Ich prangere das an. Wo sind wir denn da? Hey, ich guck mal auch mal kurz meinen Porridge-Adventskalender. Nice. Ein kleiner Weihnachtsmann. Überraschung. Ich lese mal vor, was hier am 13. passiert ist. Der Struggle, wenn man unausweichlich einen späteren Tag im Adventskalender vergisst und dann am Tag danach 2 Türen aufmachen darf. Dabei sollte niemals jemand diese beiden Schätze vermissen müssen. Große Story und ganz viel Grüße an euch beiden, eure Berliner Smash-Atzen. Schau dir mal diesen verschnittenen Adventskalender an, wo halt, du kannst dir sowas rausziehen und dann ist da halt einfach ein kerniger Klassiker. Und die Portionen sind winzig, dass du halt wirklich so, du wirst da nicht satt von, das ist ein bisschen komisch. Oh Mann. Und dann hier, der zweite Tag, wie gesagt, ich häng halt 10 Tage zurück schon. Exotische Früchte. So wie Porridge kann kein Mensch essen, Alter. Du kannst die halt nicht mischen auch, das ist ein bisschen weird. Ja, ja. Ich würde richtig gerne mal so eine geile Portion
Porridge so, zum Frühstück. Mhm. Und vor allem, der ist ja schnell fertig auch. Aber das Problem mit dem Ding ist halt, da musst du halt exotische Früchte, Waldbeeren, kerniger Klassiker und Schoko einfach mischen, damit du so eine halbe Portion hast. Ja, fair. So sollte es wirklich nicht laufen. Anyway. Ja. Anyway. Auf der linken Seite hier am 13. haben wir Marius Strawstream. Er hat so eine Schiebermütze auf. Nee, so eine Gangstermütze. Und glaub, ist aber auch ein Schneemann, ja. Hier hat er so Kohleknöpfe und so, ja. Er hat den Sapfpulli an, den ich. Das ist von Jedo 100 hier das Bild, weil da habe ich ihm den Sapfpulli mitgebracht. Und rechts ist Downgrade Falco, auch bekannt als Niklas. Und er hat so Augenbrauen und einen Bart. Ich glaube, er ist der Weihnachtsmann. Und er hat eine Pfeife in der Hand, oder? So ein Father Christmas-mäßiges Ding. Ja, genau. So ein alter Weihnachtsmann. Also, ja. Hey, Kalua. Kalua sagt, unterschätzt nicht, wie viel Müsli und Porridge ich essen kann. Ja, aber du musst ja so, also du musst ja wirklich dann so 15 kleine Portionen davon machen. Ja. Das ist das Problem. Das ist halt wirklich weird. Am 14. haben wir hier ein ganz neues Gesicht. Da kann vielleicht Luma, der noch nicht so bekannt mit ihm ist, vielleicht auch mal vorlesen. Damit er auch selber ein bisschen was dazulernt. Ja, aber sehr gerne doch. Du bist einmal aus Versehen beim Weekly und findest diese Leute eigentlich komisch, aber vielleicht ganz sympathisch, aber definitiv ein bisschen komisch. Bam, Tür 14. Vor Adventszeit obendrauf. Ace wünschen dir und alle anderen deine neuen Berliner Smash Weekly Freunde. Oh. Und dann auch wie ähnlich wie bei dir. Ja. Gibt's eine kleine Weihnachtskugeln, einen kleinen Weihnachtsstern. Die Leute, die so suspekt, ich glaube, es sind die Leute, die so suspekt durchs Weekly durchgucken, die so, fuck, die kriegen so diesen Weihnachtsding, weil die sich so im Raum tarnen wollen. Ich bin ein Baum, quatsch mich nicht voll. Tatsächlich habe ich auch bei dem Weekly, wir haben sofort gespielt in dem Bracket, glaube ich. Ich glaube, er war mein erster Gegner. Oh nein. Ja. Oh, er hat davor gegen Alex gespielt. Das war Alex' Geburtstag und er hat Alex besiegt einfach. Ey. Erste Runde Winners. Er gewinnt gegen Alex und dann mussten wir gegeneinander. Das haben wir für Alex vorleid gedacht. Ich so, Digga, ist einfach sein Geburtstag. Okay, dann Ace und ich setzen so, it was his birthday. Er so, oh no. Ja. Und dann am 15., das war gestern, haben wir, Konzi, die Ehre möchte ich dir überlassen. Wen haben wir denn da? Welchen Schwiffer haben wir denn hier im Gebäude? Oh mein Gott, Efi, es ist der Weihnachtsmann. während der Weihnachtsmann nur komische Geschenke von Amazon beschert, bringt dieser Mann einmal im Jahr das beste Geschenk, das man sich wünschen kann. Sich selbst. Zum Weekly. Mehr wollte nie jemand von uns, deshalb wünschen wir dir und allen anderen eine frohe Weihnachtszeit. Adventszeit, Iffy. Ja, Mann. Iffy, Alter, dieser Geile. Ja, ich möchte mehr Team Schwiffy in meinem Leben, das steht fest. Das ist denn keine Weihnachten, so ein Geschenk hier, ey, super. Hey, super. Und das Letzte, ich verstehe das Meme nicht. Es gibt hier ein Meme, was hier gepostet wurde, heute nämlich. Also, ist das ein Meme? Na, also, was ist das Zitat? Smoke some weed with your dog, no stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky icky nicky. Oh we put it in the bear. Ah, das ist ein Snoop Dogg. Welcher Song ist denn das? Ist das ein Song? Ja, das. Oh, welcher Song ist denn das? Ah, Next Episode, glaube ich. Ich glaube, das ist Next Episode, ja. Okay, das ist offenbar das Zitat, das hier für Nicky gewählt wurde. Frohe Adventszeit, Herz. Meinst du, Michaela hat keinen Bock mehr auf die Scheiße, Digga? Er ist noch so, oh, Alter, ja, weiß ich nicht, was sage ich jetzt zu Nicky noch? Ich habe doch schon alles zu allen gesagt, Mann. Noch so 8 Tage jetzt. Ja. Ich bin so gespannt, wer alles noch kommt. Voll. So, wir haben auf jeden Fall Zuckerstange in der Hand und Weihnachtsmannmütze auf. Also er bringt auf jeden Fall some Sticky-Icky-Nicky-Shit. Sticky-Icky-Nicky, der Sticky-Icky-Nicky-Shit. Okay. Also ich frag mal so, gab's auf jede 100 genau 24 Leute? Könnte sogar passen. Das kommt ziemlich genau hin. Ich glaube, dann ist relativ eindeutig, wer dann halt noch kommt. Es gab aber, mein Foto zum Beispiel war aber auch von einem anderen Weekly. Also Michaela hat auf jeden Fall auf mehreren Weeklys Fotos gemacht. Ja, aber ich meine, wir wären 20 Leute, plus Jonas, plus Heide. Mhm. Ich glaube, Michaela hatte Heide gefragt. Ich glaube, sie meinte, sie wollte nicht. Ich glaube, Brian war da, aber nicht angemeldet. Nee. Ja, Brian ist aber auch im Kalender. Es waren 21 Leute, 20 genau, minus eine DQ, okay. Aber war noch eine 24. Person da? Natürlich, Big Money Schlong, hä? Big Money Schlong wurde DQ'd. Ja, ich weiß. Ich wollte nur sagen, es gab einen, der hieß Big Money Schlong, Digga. Mehr wollte ich doch gar nicht sagen, ist okay. Beruhig dich. Ja,
Anyway, wir sind mit dem Adventskalender durch und ich habe eine Sache, die ich noch möchte, die ich heute noch machen möchte, bevor wir die Berlin Melee History Month Podcast Stream beenden. Ich möchte dem Chat die Möglichkeit geben, unserem Gast Fragen zu stellen, falls sie welche haben. Denn wir haben hier einen Gast, wir haben Luma, auch bekannt als ECO, auch bekannt als Iuma, den ältesten Mann der Welt. Habt ihr Fragen an ihn, dann stellt sie bitte jetzt. Er kann sie wahrheitsgemäß beantworten, muss es aber nicht tun. Ich habe erstmal direkt eine Frage. Na los. Jetzt fehlt aber eigentlich erstmal so ein bisschen Fahrstuhlmusik. Achso, das geht natürlich auch. Aber gut, aber wenn du schon eine Frage hast, so dann fang mal an. Du hast ja Theon wirklich so von so Anfang bis relativ kürzlich irgendwie noch so miterlebt. Wie findest du, hat sich der Akt des Turnierorganisierens so am meisten verändert über die Jahre? Oh, das ist gleich eine gute Frage am Anfang. Also ich würde sagen, es ist definitiv von Seiten der Organisator halt sehr viel, ich sag mal, professioneller auf eine Art und Weise. Früher war das halt auch einfach eher so, du hast dich halt wirklich einfach, im Forum hat irgendjemand gesagt, okay, ich will ein Turnier machen, das ist dann und dann, und dann hast du halt einfach im Forum geschrieben, okay, ich bin confirmed, und dann hat dein Wort halt dafür gegolten. Und das könnte man sich heutzutage halt einfach nicht mehr vorstellen, besonders bei größeren Turnieren. Das hast du halt selbst damals bei den amerikanischen Turnieren halt noch teilweise so gemacht. Ja. Jetzt machen wir es nicht mal mehr bei Weeklies. Eben, genau. Und also ich würde sagen, so Ablauf an sich hat sich dann halt so, sage ich mal, organisch über die Jahre halt einfach verbessert, einfach weil man halt gemerkt hat, so dass dann so, weiß ich nicht, Leute wie Dusan und ich uns dann einfach hingesetzt haben und einfach so ein Bracket-System uns oder sagen wir mal, ich die Idee für ein Bracket-System hatte und Dusan das ausgearbeitet hat, das dann halt auch eigentlich mehr oder weniger in komplett Europa übernommen wurde. Ja, aber das sind so kleine Veränderungen, die dann halt immer so organisch einfach passiert haben, weil man hat gemerkt, okay, das funktioniert besser so, das wird weiter durchgezogen. Hm. Klar, dann gab es immer noch so Sachen wie, die G-Leute, die dann halt ihr eigenes Ding erstmal machen wollten und nicht von den Fehlern von anderen lernen wollten, dann erstmal natürlich alles falsch gemacht haben. Ja, aber halt im Großen und Ganzen halt einfach diese komplette Organisation ist halt einfach sehr viel professioneller geworden, was dann aber auch halt viel dazu führt, dass Organisatoren halt teilweise einfach gar keine Spieler mehr sind oder werden sie organisieren, nicht mitspielen, weil es halt einfach so viel anstrengender ist zu organisieren auf einer anderen Seite. Weil ich meine, klar, so Abläufe wie Registration und sowas wird dir größtenteils abgenommen, aber du hast halt so 1000 andere Kleinigkeiten, die du noch währenddessen machen musst oder davor und danach, die es halt damals nicht gab. Was dann halt nochmal so ein extra Stresspunkt ist, der den viele nicht bedenken. Hm, okay. Ja, ich glaube, so ein extra Ding, was da so ein bisschen zugekommen ist irgendwann, ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein bisschen bevor ich angefangen habe, so 2014 passiert, dass es irgendwann diese Idee von so einem guten TO und einem schlechten TO gab. Ich kann mir vorstellen, dass das früher einfach kein Ding gewesen ist, weil du hast halt, keine Ahnung, bist da hingekommen, habt ihr so Round Robin gespielt oder Double Elimination, so, aber Seeding war mehr oder weniger egal. Seeding war immer Streitpunkt. Das Oh ja. Aber halt auch nicht so der Large Scale, also, weißt du, du konntest halt wahrscheinlich auch viel besser überschauen einfach. So ein Fehler war halt schwerer zu machen im Endeffekt. Ja, auf jeden Fall. Aber dann halt eben so Sachen wie so halt Zeitabläufe halt einfach viel krass wichtiger geworden mittlerweile. Dass man sich richtig überlegen muss, wie man das Ganze halt handelt, dass man dann am Ende nicht um 2 Uhr morgens noch da steht. So. Ja, die Turnier, genau, Pasek sagt es auch gerade, die Turnierstandards sind voll hoch. Aber eine Sache, die mich auch so ein kleines bisschen, wo ich mich so überlegt habe, weil ich habe das Gefühl, die Anzahl der Leute, die helfen, ist höher geworden, aber der Prozentsatz der Leute, die helfen, dafür nicht. Also quasi, es gibt immer nur so die 1, 2, 3 Leute, die voll hilfreich sind, aber jetzt halt eben auch viel, viel mehr Leute insgesamt, habe ich das Gefühl. Ja, ich denke, auch ein Problem daran liegt halt eben, dass dadurch halt die TOs damals halt nicht so selbstständig waren und nicht so professionell. So heute, wenn du irgendwie zu Hive oder sowas wärst auf dem Turnier, so da ist halt einfach alles fucking da. Ja. So, und dann musst du dich halt um nichts kümmern. Damals war das halt so, dass halt von den Leuten halt auch noch die ganzen Fernseher, ich meine, hast du ja auch in Berlin noch am Anfang miterlebt. Ich erinnere mich, ja. Ich bin vielleicht der OG Berlin Fernsehtransporter. Ja, aber wir haben halt auch damals Fernseher durch ganz Deutschland gefahren mit dem Auto. Ja.
Ey, weißt du noch, bei Turnieren hin? Bei dem Turnier, was wir organisiert haben in 2008, darüber haben wir leider gar nicht gesprochen vorhin, das ist total untergegangen. Wir haben ja mal Never Gonna Smash You Up featuring Rick Astley, war ja ein Turnier, was wir organisiert haben, wo ich den ganzen Tag, einfach den ganzen Freitag mit meinem Kumpel Robert mit dem Auto rumgefahren bin, mit dem Transporter. Er hat damals Ausbildung gemacht zum Gebäudereiniger und hatte halt so ein Arbeitsauto. Und dann sind wir den ganzen Tag durch Berlin gefahren, haben überall in Berlin einfach Fernseher eingesammelt, bei den 15 Smashern, die es gab. Oder, keine Ahnung, ich glaube, also es können keine 10 gewesen sein. Es waren vielleicht so 8, ja. 9 Leute, die wir angefahren sind. Aber ja, das hatten wir überall. Bei Helix haben wir 2 Touren ja sogar gemacht. Ich erinnere mich. Mit Divo gemacht und du hast, glaube ich, eine mit Bert gemacht? Mit Bert, ja. Ich hätte ja eigentlich mit Arthur damals und das wäre keine zu gut. Dann kommen wir später nochmal zu. Ja, aber auf jeden Fall halt eben auch, weil dadurch die Leute halt einfach involvierter waren halt in dem Ganzen, war es halt auch einfacher irgendwie so ein bisschen, oder halt auch, weißt du, dann hast du halt eher Leute gefunden, die den Pool leiten wollten und so weiter und so eine Sachen. Mhm. Und jetzt mittlerweile eben, weil halt auch jetzt so bei Sachen wie Jedo halt einfach schon alles unten da im Keller ist. Voll. Ist es halt schwerer, Leute zu finden, die irgendwas machen, weil halt einfach schon so ein Grundgerüst da ist, dass sie halt keinen Finger rühren müssen. Ja. Was dann halt auch ein Problem ist, warum allgemein Communities, warum du halt richtige Community-Menschen brauchst, die Community-Leader machen. Die hast du damals nicht gebraucht, weil jeder musste irgendwas machen, dass es eine Community gibt. Ja. Und heute gibt es halt einfach schon eine und du kannst theoretisch einfach nur hinkommen und schnorren, sage ich mal in dem Sinne. Aber wenn dann... Also der Fakt, dass Leute schnorren können, zeigt mir halt, dass es halt jetzt besser ist. Ja, voll. Ja, schon. Auf jeden Fall. Es gibt dann halt andere Probleme, die dadurch halt entstehen, aber es sind halt eher Luxusprobleme, würde ich sagen. Wir sind halt seit Jedo das erste Mal überhaupt so self-sufficient. Vorher waren wir halt aufs Meltdown angewiesen und haben da halt auch alles gehabt und die haben uns halt übertrieben viel gestellt, aber seit dieser Jedo-Venue haben wir wirklich auch alles selber da, so, ne? Wir haben einen eigenen Streaming-PC. Das war schon bei Meltdown. Aber wir hatten zum Beispiel keinen Streaming-PC. Die Konsolen waren auch vom Meltdown so. Ne? Also das waren halt auch nicht alles unsere Konsolen. Jetzt ist halt alles unseres so. Das Einzige, was die uns sozusagen geben, was wir halt nicht selbst organisieren, ist der Lagerraum da unten so. Ne? Was halt auch super gut ist. Aber so, ich meine, wir bezahlen dafür auch. Das ist im Prinzip genau dasselbe. Also ne, es ist, als würden wir einen Lagerraum mieten, nur sehr viel billiger, so, weißt du? Also ich sag mal, so, das ist das erste Mal, dass wir so wirklich so eine self-sufficient Community sind, wo es dieses Grundgerüst gibt, weil wir waren sonst immer auf irgendwas oder irgendwen angewiesen. So. Und seit Jedo ist es halt das erste Mal, seit ich denken kann, nicht mehr so. Das erste Mal, seit wir es brauchen, weil wir brauchen es auch noch nicht so lange. Das war aber auch ein bisschen so von Anfang an, glaube ich, meine Grundidee, dass ich halt wirklich ein Weekly halt aufbauen wollte, wo das von Anfang an so drin ist, dass halt wirklich man ein System hat, das nicht mal mehr den TO wirklich braucht. Also, ich gehe da ja wirklich teilweise eigentlich nur hin, um aufzuschließen. So, und dann voll. Das eine Jedo, wo du dann gesagt hast, wer will das machen? Ich meine so, ja, ich kann das machen. Es ist ja alles da. Genau. Ich muss ja gar nichts machen. Alles da. Sogar die Payouts sind schon geregelt. Ja, wir haben eine Payout-Tabelle mit, je nachdem, wie viele Teilnehmer da sind. Ich kann da einfach reingucken und weiß, was wer kriegt. Ja. Aber gut, lass mal mit den Fragen weitermachen. Ja, Luma. Ey, erste Frage von Olong. Wie geht's dir, Luma? Genau. Also die Woche eigentlich ziemlich gut. Ich hatte zwar am Samstag, wurde geboostert, war ich erstmal das Wochenende ein bisschen down. Aber dafür ist der Booster durch. Nice. Die Woche jetzt so, ja gut, Wetter ein bisschen abgefuckt, aber was willst du machen? Ist halt immer noch Herbst. Oh, ich weiß da, da darf ich bei Dennis gar nicht anfangen. Fick Herbst, Alter. Nee, aber ansonsten, ja, also weiß nicht, am meisten freue ich mich eigentlich, wenn ich wieder nach Berlin zurück kann. Meine Ausbildung, die ich jetzt nachhole, fertig ist, aber ansonsten so stabil eigentlich alles. Geil. Das ist quasi so dein Lebensplan noch, zurück nach Berlin zu kommen? Ja, auf jeden Fall. Natürlich! Also, mir wurde zurzeit so von einem ehemaligen Kollegen vielleicht so ein bisschen die Idee reingesäuselt, man könnte vielleicht ein paar Jahre aufs Kreuzfahrtschiff zum Beispiel gehen und da ordentlich Knete verdienen als Koch. Was halt eigentlich auch ganz nice wäre, einfach mal so ein bisschen rumkommen und ein bisschen ordentlich arbeiten. Ich weiß nicht, ob du das jemals gemacht hast so richtig, aber jetzt, nachdem ich halt selbst mal ein Jahr woanders bewohnt habe, das gibt einem so einen krassen Fundus an Lebenserfahrung. So, du bist da dann einfach in so einem ganz neuen Environment und kannst dich wirklich eine längere Zeit einfach komplett auf halt so Development von dir selbst zu konzentrieren. Das ist total verrückt. Du lebst halt einfach so in so einer Hyperbolic Time Chamber dann einfach. Mhm. Zeit vergeht so schnell, aber so langsam. Ich kann es sehr empfehlen. Ja, also ich überlege vielleicht sowas zu machen, aber ich kann ja auch erstmal wieder nach Berlin und dann mir sowas überlegen. Aber auf jeden Fall, der Plan ist,
Sehr cool. Die zurück in die Heimat. Das wird geil. So, okay, nächste Luma, Frage. Luma, was ist die beste und was ist die... Nein, warte mal, das ist, weil wir bei dem TO-Thema schon waren. Was ist die beste und was ist die schlimmste Venue, in der du jemals ein Turnier erlebt hast? Sehr gute Frage. Ich meine, du warst ja auf allen Turnieren. Das ich war auf ein paar, ja, auf jeden Fall. Also, beste Venue würde ich erstmal damit anfangen. Ich würde schon fast sagen Helix eigentlich. Oh ja, Helix war wirklich sick. Helix war schon eine sicke. Also ganz ehrlich, wenn die einfach nur, weiß ich, der Schnitt vielleicht ein bisschen besser oder einfach allgemein ein bisschen größer gewesen wäre, hätte man halt noch viel krankere Sachen da machen können. Aber ja, wieder ein bisschen mehr Platz. Ich glaube, wir hatten ja nicht ganz allen Platz. Nee, ich meine, zum Beispiel den kompletten PM-Raum hätte man ja so nicht. Aber wir hatten auch theoretisch keinen richtigen Platz für die TOs. So, dann aber ja, ich meine auch, der Fakt, dass es einen PM-Raum gab, heißt schon mal, dass wir eigentlich schon genug Platz hatten. Ja, ich hätte den Raum aber nicht einfach für TO-Sachen so benutzt, aber gut. Beste Venue Smashford, Luma weiß. Ich habe so geile Geschichten von Smashford und wie Benne lebt gehört. Der Smashford schon richtig, richtig gut. Richtig, richtig. Schlechteste. Oh. Also wirklich schlechte Venue habe ich ehrlich gesagt nie erlebt. Wie gesagt, die Standards waren halt damals anders. Du hast halt eher in so einem Jugendhaus oder halt irgendwas, was die Gemeinde halt dir geben konnte, hast du halt deine Turniere gemacht. Wir hatten zum Beispiel Easter Egg Parade oder Smash Fest Mainz, war halt direkt neben der Kirche halt einfach so ein kleiner Gemeinderaum. Die Straße hieß Hinter der Horde. Ey. Ja. Ich möchte, dass oder, darauf eingegangen wird. WoW-Nerds out there. Burn the Pigs oder Smash Fest Wittlich wurde halt in so einem kleinen Jugendhaus, wo, gut, die fucking Tür ging halt nicht auf, da war halt irgendwie das Schloss kaputt und dann haben die halt einfach, also noch weit bevor wir da waren, aber das war halt einfach so der Standard, die haben halt einfach, es war halt so eine Tür, wo halt in der Mitte eine Glasscheibe ist. Und die haben dann halt irgendwann einfach, weil sie die Tür nicht aufbekommen wollten und nicht aufbrechen wollten, einfach die Glasscheibe kaputt gemacht. Und dann war das halt so dann, der Eingang oben, jetzt nicht der komplette Eingang. Was Teezy dann aber da geschafft hat, er wollte da halt so lässig durchjumpen, hat sich den Kopf gestoßen, hat angefangen zu bluten und Tobi musste ihn ins Krankenhaus fahren. Oh, ich erinnere mich daran, stimmt, ich erinnere mich an die Geschichte, holy shit, ja. Aber... Also ich bin zum Glück nie auf so ein Turnier gefahren, wo ich dann dachte, so, mein Gott, was ist das hier für eine verranzte Scheiße? Und selbst wenn, wäre es mir da wahrscheinlich nicht so aufgefallen, weil Melee... Luma, ich weiß was. Ich glaube, du wirst nicht widersprechen. Du hast es vielleicht vergessen, aber du wirst wahrscheinlich nicht widersprechen. 2009, Need More Space Tournament, Tims Einraumbude mit 30 Leuten. Oh mein Gott. Gott, das Turnier gab's ja auch. Das Turnier gab's auch. Luma und ich haben absichtlich ein Turnier machen wollen, wo so viele Leute wie möglich in einer Einraumwohnung sind, weil wir irgendein Foto von Super Champ Combo gesehen haben, wo übertrieben viele Leute ein Set zugeguckt haben und wir so, wir machen das jetzt. Und unser Kumpel Tim hatte eine Einraumwohnung und wir so, ja, okay, Digga, Tim, willst ja so, ja. Ich für die Zeit war das halt auch cool. So. Da hatte auch keiner ist nach dem Turnier nach Hause und gesagt, so was für ein Scheiß. Nein, jeder hat das gefeiert. Jeder hat das gefeiert. Aber ich glaube, da muss man auch schon mal sagen, es gibt ja auch geile Turniere in scheiß Venues. So. Ja, aber es war halt keine scheiß Venue, weil für uns war das für die damalige Zeit halt einfach eine normale Venue. Dass überhaupt jemand halt seine eigene Wohnung schon hatte und die halt dafür so bereitstellen konnte. So, das war halt einfach schon... Das hat gereicht, um halt eine gute Venue zu sein. Voll. Ich meine, ich glaube, ich war zu der Zeit 17 oder so. Also das war so. Ja, ich glaube jetzt natürlich so rückblickend gesehen, war halt natürlich nicht ganz so geil. Mhm. Digga, wie viele Leute auf Boden gepennt haben, in der Küche auf Fliesen. Gott sei Dank war Sommer, Alter. aber so richtig, richtig schlimme Venues hatte ich zum Glück nie gehabt. Okay. Übrigens im Chat. Ja, Shoutouts. Einmal... Konadi Boy Atze in den Chat. Nice. Aber Dennis, hast du denn, also, was würdest du da sagen, so beste, schlechteste Venue? Ich würde lieber ein paar mehr Fragen von Luma beantworten lassen. Aber beste Venue bin ich bei Helix ganz vorne mit dabei. Helix war super geil und
die Venue in Hamburg, ganz ehrlich, dieses Arcadia, das ist so geisterverrückt. Ihr müsst da nächstes Mal, wenn Yannick was ankündigt, wir müssen da alle zusammen hin. Ich schwöre auf alles, das lassen wir uns nicht entgehen. Anyway. Ich kann übrigens Foundry sagen, von meinem momentanen Wissensstand. Foundry war geil. Okay, Foundry war ich leider nie, natürlich. Ja, klar, aber das ist ein guter Ort. Okay, weil nächste Frage. Okay, nächste Frage, Luma. Fuck, Mary Kill, Fox, Falco, Marth. Okay. Mary, auf jeden Fall Marth. Ja, fuck Fox und kill Falco. Was? Also. Okay, ja, okay, 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 okay. Mary Fox, ganz klar. Marth fucken. Nee, Marth killen, Falco fucken. So. Nein. Es ist komplett anders. Fuck Falco. Ganz wirklich? Klar. Wirklich? Falco, man kann nichts machen. Ja, aber kill Falco. Ich wollte gerade sagen, ja. Also, der war fuck Falco halt fürs Meme mehr oder weniger. Mhm, mh. Also deswegen bin ich gerade so verwirrt, weil ich würde halt theoretisch Falco töten wollen, aber es heißt halt fuck Falco so. Fair. Luma, Parsec fragt, wann sieht man sich Luma? 3 Fragezeichen. Hivemist ist leider unwahrscheinlich bei mir, aber. Wäre jetzt ein bisschen knapp. Ist halt morgen. Ja, gut, jetzt nicht so das Problem. Ist nicht so weit nach Nürnberg. Also. Fair. Von Frankfurt aus. Stimmt. Aber wie wär's damit, Pasek? Wir sehen uns, wenn wir beide in Berlin wohnen. Oh! Let's go! Got him! Paul sagt übrigens, fuck Marv, weil Mensch, was ich sehr fair finde. aber übrigens, Michael hat hier keine Frage gestellt, aber ich hätte eine Frage. Weil Michael hat ihn gefragt, ist das meine Lieblingskommentatorin, womit Heide gemeint war. Mhm. Meine Frage ist, Luma, was ist deine Lieblingskommentatorin, Kommentatorin? Mein Lieblingskommentator, Kommentator wäre. Also es kommt drauf an, vom einfachen Zuhören oder was so Knowledge angeht. Du kannst doch gern 2 sagen. Okay. Also ehrlich gesagt, was so Color Commentary angeht, ist für mich persönlich einfach Dennis mit ganz oben dabei. Oh, Luma! Es gibt so viele gute! Dankeschön. Es liegt aber auch, also was ich teilweise auch dir dann auch gesagt habe, was mich bei deinem Commentary so theoretisch gestört hat, wenn du halt irgendwelche Insider so irgendwie in, weiß ich nicht, International-Turnieren rausgebracht hast. Ja. Aber ich das halt natürlich einfach feiern konnte, weil ich sie kenne. Ja, so, ja. Für mich war das trotzdem cool. Aber dann irgendwie so, Dennis, das verstehen vielleicht jetzt gerade 5 Leute. Ja, voll. Dennis redet über irgendeinen Shitter vom Weekly. Ja, niemand weiß, worum es geht, außer aber, 3 Leute, die zu Hause sind und sagen, ja, Mann. Aber das ist allgemein finde ich so eine Eigenschaft von Dennis und er schafft das richtig gut. Er erzählt irgendeine Geschichte und er schafft es halt wirklich halt einfach irgendwelche Leute zu erwähnen. So, weißt du, sonst erzählst du eine Geschichte und der irgendwie so Kumpel von mir. Aber so, nein, Dennis sagt den Vollnamen, vielleicht noch kurz so ein bisschen Backstory. Die Adresse, die Postleitzahl. Du bist viel investierter auf einmal in diese Geschichte und ich finde, ich habe noch keinen anderen Menschen getroffen, der das halt irgendwie so Geschichten erzählt hat. Dankeschön, ich werde sehr rot gerade. Wir müssen aufhören, wir müssen dieses Segment abbrechen. Konsti ist eine ganz beschissene Frage gewesen. Wir machen hier einen Podcast und keinen Dennis Appreciation Month. Ich liebe Dennis. Nee, aber ansonsten, also man. Ich weiß nicht, ob man ihn irgendwann mal richtig kommentieren hören hat oder ob das nur auf irgendeinem YouTube-Video war, aber fucking Kirby Kase. Oh ja. Oh. Mhm. Ich glaube aber, der hat nie wirklich Stream kommentiert, sondern nur irgendwelche YouTube-Sachen mal gemacht. Aber. Holy shit, was hat mich ein bisschen geflasht. Ja, da denke ich mir aber auch, ich weiß ja nicht, ob das geskriptet war oder nicht, weil es halt so richtig, es war so präzise und on point so. Das ist halt nichts, was du, also ich denke mir so, wenn du das live machst, warum machst du das nicht den Rest deines Lebens, weißt du so? Ja, voll. Ey, ich vermisse Kirby Kase. Voll. Ja. Okay, Chat. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt seit 2 Stunden, also wir ziemlich genau 2 Stunden.
Langsam reicht's auch. Und ich würde sagen, wir machen hier jetzt einen Schnitt. Luma, wir danken dir. Ich danke dir auch im Namen von Konsti, aber auch in meinem Namen. Wir danken dir vielmals, dass du bei dieser ersten Folge von Berlin Melee History Month dabei warst und uns durch die Zeitalter vor langer Weile geführt hast. Und von Leuten erzählt hast, von denen noch nicht mal ich wusste. So. Und ja, es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Und ja, für mich wär's das an der Stelle erstmal. Ja, auf jeden Fall auch vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Ey, es war total spannend. Bro, ich habe hier Dinge gelernt über Zeiten, die längst vergangen sind. Und ich, keine Ahnung, gedacht hätte, vielleicht lese ich das mal in irgendeinem Geschichtsbuch, aber nicht heute im Podcast. Ja, wir haben über so vieles auch noch nicht geredet. Also so, auch wir haben auch voll viele Sachen ausgelassen von damals, wie zum Beispiel Never Gonna Smash You Up, was halt so ein lustiges Turnier vielleicht fangen wir nächstes Mal Never Gonna Smash You Up an, weil wir sind doch eh etwa in der Zeit. Können wir machen, können wir maken. Aber, also ich würde euch vielleicht vorschlagen, geht nochmal auf die Turniere ein, die jetzt zu dem Zeitpunkt vielleicht noch in Berlin, ja. So Smashfest Berlin, Never Gonna Smash You Up, Need More Space. Ja, ein bisschen Geschichten von da auch erzählt. Ich glaube, wir sind viel zu viel auf so Sachen von halt außerhalb Berlin eingegangen. Was ja Sinn macht, so ist es halt organisch reingegangen. Aber ich glaube, wenn wir so ein bisschen uns auf die Berlin-Fokus-Turniere konzentrieren, dann können wir noch mehr. Wir sind übrigens gerade noch in der Evaluation, die kommt aber erst nachdem das Wort endet. Also, das Wort endet hier. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Seid nächste Woche auch wieder dabei oder wann auch immer ihr das guckt, weil wir laden es auf YouTube auf den Berlin Smash-Kanal hoch. Jonas hatte mir das schon angeboten. Und ja, es ist richtig, richtig geil und das Wort wird auch da sein. Und ich freue mich schon auf nächste Woche. Bleibt aber trotzdem noch dran, weil wir streamen auch noch weiter. Jetzt aber, bis nächstes Mal. Bis Nedo! Bis Nedo! Bis Nedo! Bis Nedo!